Herzlich willkommen erstmal für die YouTube-Leute und herzlich willkommen nochmal alle Leute im Livestream. Jetzt sind wir auf Aufnahme, jetzt nehmen wir wieder auf, ja. Und für die YouTube-Leute, ihr glaubt nicht, was hier gerade los ist. Kein Plan, was hier los ist. Ich eigentlich unser Ziel, ich wusste erstmal, was spielst du heute. Ich habe immer noch so unheimlichen Drang, LOL zu spielen. Es ist für mich meine Herausforderung, ja, eine geistige Herausforderung. Die anderen Spiele sind ja doch alle eher leichter für mich, also irgendwo. Und das LOL ist dann so richtig mal so eine geistige Herausforderung, wo ich mal so richtig mein Brain anstrengen kann. Und wenn er mal eingeschaltet ist, ja. Also dadurch, dass mal seit ich Livestream, das habe ich ja schon öfters gesagt. Warte mal, ist gerade ein Haar. Warum sind meine immer Haare am Stirn, wenn man gerade was Wichtiges erzählt, Mensch. Seit ich Livestream mache und YouTube, habe ich schon gar nicht mehr richtig geschlafen. Ja? Also theoretisch bin ich immer so im Halbkoma. Ich entwickle mich langsam zu Imperatorin. Irgendwann muss ich mir mein Hoodie von Assassina anziehen und dann sehe ich, bin ich eine Assassine-Hoodie-Imperatorin, kann man sagen. Und seitdem bin ich praktisch immer geistig umnachtet. Ja? Also meine 2000 IQ, kann man sagen, die sind gar nicht da. Also wahrscheinlich eher 15 oder so. Aber also ja, ich bin praktisch immer geistig umnachtet. Praktisch so ein Nachtwesen irgendwo. Ich muss also sehen, dass ich früher ans Bett komme. Heute wird es wahrscheinlich auch wieder spät, weil ich würde gerne danach noch was spielen. Und also im Moment bin ich echt, ich bin so wie echt so eine Nachtimperatorin. Ja? Eine Hoodie-tragende Nachtimperatorin. Also mal sehen, wann ich wieder mal einen klaren Kopf bekomme. Weil ohne einen klaren Kopf stelle ich mich dann noch dämlicher beim Gaming an. Ja, ich bin schon immer, ich stelle mich immer, sag das bloß, ich stelle mich schon immer so dämlich an. So. Mensch. So, dann mal los. So war der Plan. Jetzt gehe ich erstmal zu RIP, zum Teamspeak. Der RIP hat mich ja auch. Wisst ihr was? Am Anfang, wo ich gesagt habe, Mensch, ich habe ja so viele, die mich immer vernichten wollen, ja, die mich jeden Tag sozusagen beleidigen und fertig machen wollen. Zumindest, keine Ahnung, was die für Pläne da schmieden. Ich will nur Gaming machen, sag ich immer. Und Leute, die mit mir Gaming zusammen machen wollen und Spaß haben wollen. So, und ich dachte so, naja, in ein, zwei Jahren werde ich mal so mit Teamspeak vielleicht spielen, wenn ich vielleicht mal nette Leute kennenlerne und die mich als Mensch sehen und nicht als außerirdisch. Ich meine, okay, ich bin ja außerirdisch, aber trotzdem, einfach mal die menschliche Hülle sehen, ja, als nicht das außerirdische Wesen, was da drunter steckt. Und dachte ich, ja, so vielleicht in ein, zwei Jahren mal Teamspeak und so und vielleicht, und dann hat es immer geleckt, obwohl der Rechner sollte gar nicht lecken bei den alten Spielen, ja, zum Beispiel ETS oder so. Dann kam aber auf einmal RIP auf den Platz und auf einmal, ja, musste ich Teamspeak machen, wo ich noch gar nicht mich mit beschweige. Ich dachte, oh Mann, wenn ich jetzt Teamspeak mache, dann ja, also lässt erstmal Teamspeak lieber weg. Das stellt sich noch blöder an. Nee, also muss ich auf einmal Teamspeak machen, weil Riff hat mir dabei geholfen, dass wir die Lecks so ein bisschen wegbekommen. Und was auf einmal halt los war. Ja? Ich musste auf einmal Dinge machen, die ich gar nicht machen wollte erstmal. Ich wollte erstmal so ganz heimlich losgaming, schön gemütlich, so Insider-Tipp-mäßig. Ja? Und dann auf einmal, weißt du, was los war. Auf einmal, keine Ahnung. Das ist keine Ahnung. Ja, ich wurde sozusagen, man hat mich aus der Reserve gelockt. Ich war gut in meinen Schützengraben vergraben. Ein Wortspiel wieder. Und dann wurde ich irgendwie aus der Reserve gelockt, Teamspeak zu machen und alles solche Dinge irgendwie. Oder hier Multiplayer, ETS Multiplayer wollte ich auch gar nicht machen. Ich dachte, ich fahre lieber erstmal alleine, da kann mir keiner was tun, so, da passiert mir nichts, ja, da bin ich geschützt, so, wenn ich alleine, da habe ich eine riesen Mauer um mich herum und so, brauche ich nicht so viel, so, und so, versteht er, so, dann hat man halt so einen Schutz, so ein innerlicher Schutz, so. Und, ja, aber irgendwie dann auf einmal war ich im Multiplayer, im Teamspeak und alles so eine Dinger, ja. Durch RIP, ja, der hat mich sozusagen aus der Reserve gelockt, kann man sagen. Völlig verrückt. So. Jetzt aber. Junge. was mache ich zuerst? Teamspeak gehen. So, jetzt haben wir es. Jetzt aber. Jetzt geht's los. Ich glaube, die Leute, die echten Zuschauer, die gerade hier sind, sagen, endlich. Ich halte nicht mehr aus. Man spielt sie endlich. Achso, für die dabei bleiben, ja, also die Hardcore dabeibleiber, denkt dran, bei Hypnos World unser Hauptmotto heißt immer Genuss und Spaß. Genuss, Spaß, Spaß und Genuss, Genuss und Spaß. Und natürlich locker bleiben. Einfach geschmeidig, einfach genießen, ja. Genießen. Und Genuss, Spaß, genießen, locker bleiben. Denn wir sind ja täglich, wir machen ja täglich Livestream, von daher ist es, was wir heute nicht schaffen, schaffen wir morgen. Was wir morgen nicht schaffen, machen wir übermorgen. Und das andere besorgen wir uns auch noch. Also es spielt keine Rolle, ob wir heute mehr vorankommen oder weniger, denn der Weg ist das Ziel. Der Weg! Scheiß auf, ich muss jetzt sofort Level 80 werden, ich muss den letzten Hit noch landen und den letzten Counter und keine Ahnung. Das spielt alles keine Rolle, weil wir sind sowieso täglich da. Wir haben hier Stellung bezogen. Wie man so sagt. Ja, kriegsmäßig gesehen, wir haben hier Stellung bezogen. Just for fun Stellung. Nee, das klingt auch schon wieder ein bisschen pervers, oder? Das klingt dann nicht pervers, versaut, ein bisschen versaut, oder? Just for fun Stellung. Ja, gut, ne? Also, zu RIP. Connected. Connected. Oh, da ist eine Flocke.
Da ist jemand, der nennt sich Flocke. Ach, Flocke, das ist, glaube ich, der Flocke ist der Chef. Da muss ich mich jetzt benehmen. Ich bin noch oben im Willkommensdings, ja. Ich gehe mal jetzt da runter. Ah, nee, sind in der Lava-Ecke. Dann gehe ich lieber zur Hypnos World runter. Ich hab da einen eigenen Dings bekommen. Voll nett, oder? Ich gehe da mal runter. Channel switched. So, und denkt dran, Leute, wer zu schnell gebannt wurde, ja, vielleicht im Eifer des Gefechts, wie gesagt, haut mich an, dann reden wir nochmal, bring Kuchen mit, Kaffee mit, können wir uns in Ruhe drüber unterhalten. Denkt dran, immer locker bleiben, tragt die Kämpfe, lasst uns die ganzen Kämpfe, lasst uns nicht im Chat austragen, sondern auf dem Schlachtfeld. Nee, auf den Schlachtfeldern, wir spielen ja alles, also auf den Schlachtfeldern muss es dann heißen. So, jetzt können wir starten, Mensch, lassen wir mal die schöne Musik starten hier. Wo ist mein Lohn? Everybody, na 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 na, na 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 na. Ich muss auf jeden Fall, Mensch, Hitler, ich wollte euch das ja zeigen mit Wikipedia. Das war das mal für die Leute, die gar keine Ahnung haben. Wir wollen ja gemeinsam lernen. Was macht der da? Jetzt machst du, was machst du? User joined your channel. User joined your channel. Ja, und zwar ich. Oh. Der Obermacker. Oh, der Obermacker ist da. Kann man nicht grüßen. Ich dachte, ihr seid da unter euch, ich wollte nicht stören oder so. Wir sind in der Laberecke. Na, weil vielleicht ist ja eine geheime Laberecke, kann ja sein, das weiß ich nicht. Ja klar, würden wir geheime Agenten sein, ja, dann würdest du uns gar nicht hier sehen. Agenten, Leute. Ja, das eine. Das zweite, Puffer wird vielleicht jetzt auch dann noch kommen, aber der hat irgendwie Props mit seinem Mikrofon. Also nebenbei zur Information, du hast 190 Zuseher. Echt jetzt? Nee, es sind bestimmt Bots alles oder so. Keine Ahnung. Bestimmt ja, alles Bots. Deswegen, ich bin ja schon auf deinen Kanal drauf, ja. Und dann werde ich mal die Leute ein bisschen vorknüpfen. Denk dran, im Eifer des Gefechts macht man viel manchmal falsch, Leute. Bleibt locker, macht geschmeidig unter euch, aber bitte nicht auf dem Platz, wo ihr wisst, wo man es macht. Und ja, Mensch, locker bleiben. Ja. Die Wiese heißt LOL. Was spielst du jetzt? LOL. Ich versuche schon seit einer wahrscheinlich geschlagenen anderthalb Stunde LOL zu spielen. Ach so? Ja, Mann, ey. Ah, ja. Okay, hast du mit Noctea geredet heute? Noctea ist, glaube ich, erstmal zocken gegangen, keine Ahnung, was mit Noctea los ist. Ich weiß nicht, ob es nochmal wiederkommt oder nicht. Ja, kein Problem. Ja, die Frauen sind alle mal so heiß hier, die Frauen sind immer so. Wahnsinn, voll geil, oder? Voll geil, die Frau. Voll so, die sind so richtig. Voll geil. Oh, mein Gott. Männer. Was mit dir, du, ha? Was? Was war gestern mit dir los? Nichts? Was sollen sonst gewesen sein? Am Abend dann. Nach dem Stream. Ich bin eingeschlafen. Achso, ich bin eingeschlafen. Und ich rede noch so mit dem Timo. Ich glaube, die ist erst den Schinken holen gegangen. Die muss erst einmal das Tier schlachten. Wahrscheinlich ist sie zu Windmühle. Das Tier holt. Produzierst du gerade noch die Pizza oder was? Nein, ich bin da eingeschlafen. Eingeschlafen. Ja, Mann. So. Ja, also fang an. Die Leute wollen dich lollen in LOL. So. Du LOL. Du LOL, du, hä? Du LOL, du. Ah, du LOL, du. Lololol. Nee, guck mal, sagt einer. Ist es eine. Ja, nein. Warte kurz. Jenny X33. Meinst du mich oder meinst du die Cosima? Ja, wenn du mich meinst, find es raus. Ja, da musst du erst mit mir flirten und dann können wir darüber reden. Flirten bitte nur im Flötenunterricht, nur bitte. Nur im Privatmodus, so. Ja. Nur privat, bitte. Klar. Hier bitte jetzt kein Geflirte, nur mit Cosi. Ach so, ja. Sie meint ethisch. So, wer denn, wo denn, wer flirtet hier? Apropos, ich habe Venus. Hallo, Venus. Falls ich nicht schon Hallo, Venus gesagt habe. Spielt Venus mit mir mit? Alle, die was wissen wollen, einfach Profiltext lesen. Mensch. Ja, es geht um dich. Was wollt ihr wissen? Lest Profiltext, Leute. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Guck mal, ich habe die Icons so schön gemacht, alles. Ich habe wunderschönen Text geschrieben und keiner liest immer diesen Profiltext, Mann. Ich habe mir so viel Mühe damit gegeben, alles. Und Venus, spielt Venus mit? Macht Venus mit? Oder unterstützt sie mich beim Lernen? Sie kann ja Teamspeak kommen. Was sagst du? Ich glaube, sie mag nicht Teamspeak.
Doch, Venus war da schon Teamspeak. Sie hat da schon. Weißt du, dass sie da war? Achso, vielleicht hat sie keine Lust, weil es ist heute zu stressig. Weil will sie einfach entspannt sich zurücklehnen. Geht gerade im Moment gerade irgendwie nicht. Ja, Mann, was? Nee, Heiko, sie wollte eigentlich duschen gehen, aber da so viel los ist. Ja, Mensch, Venus. Geh duschen, Venus. Die anderen Moderatoren halten die Stellung. So, ich bin verwirrt. Die Jenny möchte ins TS. Ja, wenn du das regelst, da... Warte, nee, obwohl sie kann man den... Obwohl, wie kann man den herausfinden, wie alt du bist an den Boy im TS? Achso, ja. Wie gesagt, da musst du erst mit mir flirten, ja, und das wird eine ganz, ganz heiße Partie. Bitte flirten nur im Flötunterricht. So, jetzt lassen wir mal da weg. Also, Puffer, wo ist denn jetzt Puffer? Also, Puffer hat mit seinem Mick noch zu tun, Venus bei... Nein, Venus, geh jetzt duschen. Ja, geh duschen jetzt. So. Und sing uns was Schönes vor in der Dusche. Nein, also. Und denke beim Duschen einfach an... Cosima. Nein, nein. So, an Hypnosvolt halt. So. An alle lieben Menschen in Hypnosvolt gerade, die alle da sind, alle lieb sind, alle nett. Ich komme nicht voran. Was ist heute los hier? Ich habe voll die Bremse drin. Ich stehe voll auf der Bremse, Leute. Gib mal Gas, Cosi. Gib doch mal Gas. Es läuft nicht. Ja, starte doch das verdammte Spiel. Ja. Alle denken, Cosi, starte das Game. Ja, Mann. Macht mich doch nicht verrückt. Ihr seid ja schon wieder ganz aufgeregt, alle. Cosi, ja? Wenn du bei mir am TS bist, ja, dann kannst du zu 99 oder 1000% sicher sein, dass ich dich antreiben werde, ja? Oh, nee. Sei froh, dass du nur am TS bist, weil sonst würdest du blau anlaufen, ja? Nee, nicht machen. Ich mach dir Stress. Komm, mach. Nee, du machst mir schon immer so viel Stress bei Multiplayer. Ich glaube, wir sollten beide mal gegeneinander spielen, dass ich dich mal irgendwie messern kann oder sowas. In welchem Spiel? Weiß ich nicht, wir sollten Feinde werden. Ich meine im Spiel natürlich. Wir sollten Feinde werden. Was hältst du davon, Rip? Nächstes Mal per Defense, ja? Spiele ich mit euch mal mit, ja? Und dann schauen wir mal, was du da so reißt. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, Defense. Noch nie. Ja, ich bin da fast immer, kannst du sagen. Ich bin da Pro, kannst du sagen. Ich bin da Pro. Da hast du keine Chance eigentlich. So eine Bewegung und du bist eigentlich schon Geschichte, kann man sagen. Geiler Name. Geiler Akzent, ja. Herzlich willkommen in I am from Austria. Geiler Akzent. Siehst, ja. Du hast einen geilen Akzent. Er hat einen geilen Akzent. Ja, ich hab was. Also. So, jetzt aber los, Mensch. Los. Ja, ich muss jetzt erstmal aber. Warum nicht? Ich bin doch schon. Das. Komm, wir starten jetzt. Eigentlich wollte ich heute ganz gemütlich losfahren, sag ich schon mit LOL. Und dann wollte ich erstmal bei Wikipedia gibt's so dieses Top Lane, Middle Lane und Button Lane. Und dann gab's da noch irgendwelche Jungle und so. Das wollte ich euch mal für die Anfänger, die keine Ahnung haben. Wir wollen es ja gemeinsam lernen, ja? Da wollte ich euch mal dieses Bild, dann zeige ich euch beim nächsten LOL. Vielleicht wir spielen morgen wahrscheinlich auch wieder LOL, weil es macht gerade so viel Spaß, eigentlich LOL zu spielen. Wenn ich mal spielen könnte. Und das wollte ich mal dieses Bild bei Wikipedia zeigen. Also, das können wir mal, dass das alle mal gesehen haben. Also, wer jetzt keine Ahnung hat. Ich spiele ja auch für, wir spielen ja, man lernt jetzt mit Cosima zusammen alles so zusammen. Damit wir noch mehr LOL-Spieler, was? Ich war kurz jetzt bei Puzzle 21 auf dem Stream. Ah ne, was denn jetzt schon wieder? Achso, gab's irgendwelche Updates. Hörst du? Oh, dankeschön. Da hustet mich. Was? Dankeschön, vielen Dank. War bei Fussel 21 auf dem Stream. Heißt sie nicht 22? Mann, ist ja wurscht. 21 oder 22 ist ja nur ein Jahr Unterschied, Mann. Durch ein Jahr kriegt sie keine Falten. Und sie jammert schon wieder rum. Ich würde ja die Fussel gerne mal fragen, ob sie auch Counter-Strike mit mir mitspielt. Na, aber kurz. Die ist ja immer. Ja, aber ich hab ja noch ein Tutorial über OBS gemacht. Ja. Sie wird sich das dann anschauen. Du meinst Fussel? Jetzt habe ich mich erschrocken. Du meinst doch nicht Fussel, du meinst Anna. Oder wie meinst du das? Fussel 21. Ich höre gerade. Die Fussel, die. Mit der würde ich auch gerne. Warte mal, ich höre gerade nichts. Hier ist gerade so laut alles. Ja. Warte mal kurz. So, warte. Was hast du gesagt?
Was habe ich gesagt? Nee, du warst gerade so laut. Was hattest du gesagt? Ja, nix habe ich gesagt. Ah. Mit der Fussel, hier, die spielt der Fussel, ist auch so eine mördermäßige Frau, die spielt immer Counter-Strike. Ich glaube, sie heißt Fussel 22 oder Fussel 23. Ich glaube, Fussel 22. Die spielt auf jeden Fall mördermäßig. Das wäre ein Ding mit der Anna, also mit, ist das Rage real? Mit der zu spielen und mit Fussel zusammen Counter-Strike. Boah, das wäre richtig mördermäßig bestimmt. Richtig mördermäßig. Und ich als Loser dazwischen. Das wäre ein Spaß. Ja. Aber die kennt mich ja nicht. Fussel kennt mich, glaube ich. Und ich würde die niemals ansprechen. Zum Beispiel hier, ist es Rage Real? Also Anna, wie sie sich schimpft. Also wie sie heißt. Nicht schimpft, klingt negativ. Wie sie heißt. Die habe ich auch nicht. Die habe ich nur angeschrieben, weil sie hatte mich bei mir im Follow da gelassen. Deswegen dachte ich mir, naja, kann ich sie ja mal anschreiben. Aber Fussel, also so jemanden anschreiben würde ich niemals machen. Also ich würde niemals jemanden anschreiben oder sowas. Würde ich niemals machen. Ja, also bei Anna habe ich es nur gemacht, weil sie halt so ein Abo, wie ich immer sage, Abo da bei mir hier gemacht hat und deswegen habe ich sie halt angeschrieben. Weil ich dann darf ich sie auch anschreiben, so nach dem Motto. Wenn sie bei mir ein Follower da ist, darf ich sie auch anschreiben. Aber Fussel schreibe ich nicht an, also traue ich mich nicht. Also da traue ich mich das nicht. Mit der will ich auch gerne. Siehst du, ich bin da anders. Ich komme gerade straight ohne irgendwas und sag Tacheles, was abgeht. Weil ich würde gerne mit der würde ich auch gerne spielen. So, da kommt einer, der reden will, oder was? Ja, ja, der Jens. Ach du Scheiße, hat er das geschafft, warte kurz. Was ist das alles? Geh mal kurz rauf. Was ist hier? User left your channel. Und, was ist denn hier alles los? Mensch, wenn ich das alles... Ich habe ja auf einmal, warum habe ich denn 1400 auf einmal? Ich habe auf einmal 1400 Schwerter. Warum habe ich denn jetzt 1400 Schwerter auf einmal? Ist ja cool. Das ist ja geil. Kann ich mir irgendwann so einen Champion kaufen? Wisst ihr, was ein cooles Ding wäre? Wenn ihr mal mit diesem Basti zusammenspielen könntet, mit der Fussel 22, dann mit Punk Royal, weil der ist auch verbal interessant. Punk Royal oder Royal Punk? Ich weiß nicht, Punk Royal oder Royal Punk? Ich weiß nicht mehr wie rum. Also mit der Fussel, mit dem Basti, dann mit dem Punk Royal und wer war da noch? Den Blue Eyes Micha, aber gut, den könnte man dann ersetzen durch, weiß nicht, wem man den noch mit Gronkh zum Beispiel. Und dann so WoW spielen oder sowas, wo man dann verbal sich so richtig so ausspinnen kann. So. Das wäre cool, weil ich glaube, die Fussel und Basti, die würden die ganze Zeit mit mir rumbeckern. Die würden sagen, Kusi, sei mal ruhig, jetzt, ich halte mir aus. Während der Punk Royal würde auch schon, hey, bleib mal schön locker, Baby. Und, Tag. Tag und Gronkh würde wahrscheinlich seine Witze reißen. Obwohl ich kenne Gronkh gar nicht. Ich habe den noch nie. Ich war einmal kurz drauf gewesen, weil ein Kumpel meinte, hier, den kennst du den? Aber nee, den kenne ich nicht. Inzwischen habe ich natürlich schon von denen öfters jetzt gehört. Alle reden ja mal von denen. So, dann kommst du also, irgendwann hört man den sozusagen. Also wenn alle von reden, dann weiß man, wer ist denn das? Ah, dann guckt man mal kurz drauf, dann weiß man, wer es ist. So, jetzt. Puffer, bist du jetzt da? Ja. So, jetzt sind wir zu zweit, richtig? Ja, ja, ich weiß nicht, was mit Noctea ist. Ich glaube, die hat irgendwie keinen Bock mehr oder so. Sie hat sich wieder emotional gesteigert irgendwie. Ja, ist ja nicht schlimm. So. Wir wollen ja, wie gesagt, viel Zukunft, wollen wir ja, deswegen meinte ich, tragt eure Schlachten, ja, wenn ihr die eine hasst den, der eine hasst den, der hasst den und die hasst den, der, die, das und da, die, do, die, der, die, alle hassen sich, dann machen wir große Gruppen, Leute, ja, große Gruppen und dann können wir uns gegenseitig alle fertig machen, auf dem Schlachtfeld aber, macht viel mehr Spaß als im Chat, ja, also alle, die sich nicht gegenseitig mögen, lasst uns Gruppen bilden, ja, für und pro und contra und dann können wir gegeneinander bei allen spielen, können wir uns gegenseitig behaken, das macht viel mehr Spaß. Ja, ob man sich nur mag oder nicht, ist gar keine Rolle. Spielt keine Rolle. Ist man halt auf der anderen Seite. Wenn man sich gegenseitig nicht mag, ist man auf der gegnerischen Seite ganz einfach. Ist doch cool, oder? Besser kann man doch den Streit gar nicht beikommen. Indem man sich gegenseitig im Game fertig macht. Das ist es. So muss es sein. So, und dann können wir denn alleine jetzt spielen? Ja. Okay, dann was machen wir? Was wollen wir machen? Ich habe übrigens mein Video, was wir gestern aufgenommen haben, habe ich nochmal analysiert. Ich habe immer gute Vorlagen geliefert. Du und Noctea, ihr habt dann immer schön, ich habe die Gegner alle runtergeklatscht und ihr habt denen dann immer den Rest gegeben, so habe ich gesehen. Ja? Ja. Ja, ich habe euch gute Vorlagen als Tank geliefert. Ja, aber du,
du musst, wie soll man das sagen, wie gesagt, also als Tank ist eigentlich deine Sache, wie gesagt, wenn du siehst, du bist full life, ja, dein Leben geht logischerweise herunter. Sprich, wenn du wenig, also zumindest ist es so, bei Garen ist es so, dass du weniger wie die Hälfte haust du einfach ab. Sonst bleibst du voll drin und machst halt die Action pur, weißt du? Habe ich ja gesehen. Ich habe auch gesehen, dass ich dann oft mein Drehding da oft schlecht eingesetzt habe. Ich hab die Ja, Fehler. wenn du das Drehding machst, ne? Du kannst dich während du dich da drehst, kannst du dich bewegen. Das habe ich dann auch später erst gemerkt, am Ende Ach so. so. Und ja, ich habe ja, dadurch, dass wir das aufnehmen, kann ich mir das ja nachträglich ansehen und dann sehe ich auch meine ganzen Fehler immer, ja, was ich alles so mache, was ich wieder honkmäßig mir so wieder mal auf Deutsch gesagt verkackt habe. Ja. Ja, dann mach du. Irgendwie wollen ja 15 Leute. 15 Leute, wer sind denn die alle? Du hast mich hier auch nochmal. Von dir ist auch nochmal eine Einladung. Musst du mich jedes Mal neu einladen oder was? Ja, das ist ja das Match. Also sprich, wenn ich dich zum Match einlade, musst du das halt immer wieder annehmen. Ach so, der Lady sagt doch das gleich, mein Kruzifix und meine Date ist sauber, darf er nicht was sein, ne? Ach, Mensch. Wer seid ihr denn alle? Guck mal, wer hier alles ist. Wer seid ihr denn alle? Oh, guck mal, wer hier alles ist. Da soll ich irgendwas annehmen. Habe ich aber noch keinen Plan. Ich habe nur gesehen, bei Bumbam, da sieht man zum Beispiel auf dem Twitch-Profil gar nichts. Also, es sah nicht sehr seriös auf dem Twitch-Profil aus, ja. Und da denkt man, na, das ist bestimmt ein Wegelagerer, der wieder nur das Messer in den Rücken stechen will. So, dieses hier so. So. Dann ziehst du es raus. Oh, ein scheiß Dolch. Oh, ich sterbe. Und es muss ja nicht sein. Wer will schon von Wegelagerern, die keine Ehre, keine Ethik, keinen Ruhm, keine Dings haben? Ja, wer will davon schon erstochen werden? So. Was heißt eigentlich, bei dir steht in Klammern oder dahinter steht GNS? Was ist dieses GNS? Das ist nur so ein Spruch. Das ist eine Gruppe. Also sprich, wenn du bei dir zum Beispiel jetzt warte, auf unten rechts, bei da wo die drei Köpfe Jo, abgebildet sind, jo, weißt du? jo. Ja? Wenn du da drauf gehst, kannst du einen Club erstellen. Oh, ein Club? Bleibt der Ja. Club bestehen? Ja. Sprich, du brauchst mindestens, glaube ich, 5 Leute und dann ist der sichtbar. Also dann siehst du es so wie bei mir da hinten. Ey, wollen wir einen Club erstellen? Wir machen einen Club. Ja, können wir mal. Wir machen einen Club. Der Club. Wie wollen wir ihn nennen? Den Clan der Raben. Einen Club erstellen. Cool, Mann. Wie wollen wir den Club denn nennen, Mensch? Deiners Club. Nein, nicht Deiners Club. Nein, Die Mann. Hypnos, hä? Oh nein, die Hypnobande. Alle sind so schon hypnotisiert hier. Seid ihr alle schon Hypnos? Seid mal ehrlich, seid ihr alle schon Hypno? Wie wollen wir die Gruppe nennen? Hat jemand eine Idee? Lügenpresse vor allen Dingen. Ja! Wenn einer Lügenpresse sagt, denke ich automatisch an KenFM. So. Das könnt ihr jetzt positiv oder negativ sehen. Die einen sehen es positiv, die anderen sehen es negativ. Ich sehe gar kein Tief. Ich sehe einfach nur, ich bin eine Seherin sozusagen. Nennt was? Mann, ja, Mann, der war gut. Der war gut. Zwar nicht so gut, naja, eigentlich eher schlecht. Naja, auf euch gesagt, er war eigentlich dämlich. Aber hey, komm, es hat gut angefangen, oder? Nein, wie wär's mit, wir nennen ihn für die Liebe. Nein, oder doch? Für die Liebe, nein. Wie wollen wir ihn nennen? Die Kosi-Magischen Simsam, Simsam, Simsam. Bei Simsam muss ich automatisch immer an Simsam. Öffne dich. Automatisch. Nennt ihn Null. Ah! Leute, geht gar nichts voran. Es geht heute nicht voran, seid mal ehrlich. Aber wir sind alle da. Wichtig ist, dass wir alle da sind, dass es Spaß macht, ein bisschen quatschen, ein bisschen labern, Geschäfte machen, sich kennenlernen, ein bisschen meucheln, ein bisschen mördern, ein bisschen heaten, ein bisschen flamen, ein bisschen bannen. Ja, alles ist da. Ist das nicht schön, seid mal ehrlich. So macht es doch Spaß. Und dann so nebenbei mal ein bisschen spielen vielleicht mal. Wir können ja auch Club nennen. Fight Club. Fight Club. Club. Fight Club. Nee, aber Club klingt schöner. Klingt auch anders. Da geht schon wieder los. Es braucht wieder 5 Stunden für eine Club-Ausstellung. Meine Güte Fresse, hä? Meine Fresse Güte Fresse. Was? Ras ab? Stefan Raab Club? Wollen wir den Stefan Raab Club nehmen? Nein, Mann. Leute, es ist ein LOL. LOL ist ein Dingsbumspiel. Ja, es muss irgendwie mystisch, muss schön klingen. Es muss was Galaktisches, was Rollenspielmäßiges oder keine Ahnung. Es muss was Abenteuermäßiges sein. Wie nennen wir es ihn? Wir nennen ihn. Wie nennen wir ihn? Irgendwas Mystisches.
Was Magisches, was Mystisches, was Magisches, was Unglaubliches, was mit Schokolade zum Auspacken und so irgendwie. Müsli-Menschen, nein, Mensch, Müsli-Menschen. Da will ich manchmal wieder sein. Da will ich manchmal wieder, Mensch. Sag mir doch mal wirklich, Mensch. Mensch, Leute, kommen, was Brillantes, was Episches, was Glorreiches. Nein, kein Porno. Kein Porno. Was? Die Cosima-Tos. Lass da mal Cosima weg. Lass die Hypnos weg. Lass mal was Schwertermäßiges oder was Galak, was Rollenspielmäßiges. Avatare der Gerechtigkeit, oder nee, das ist schon wieder so ab 14, oder? Das klingt so wie 13, 14. Wir sind älter. Oder? Wie alt sind wir hier alle? Wie alt seid ihr alle? Wie alt seid ihr alle? Ning, yang, ding, dong. Guck mal da. Das ist aber witzig. Jetzt kommen wir aus allen Ländern. Alle Länder sind vertreten. Oh Mann, das wird ein harter Kampf. Stellt euch mal vor, wir kämpfen mit alle Länder. Ja, aus allen Ländern. Die Russen gegen die Amerikaner wieder, der alte Kampf. Dann die Japaner gegen die Chinesen. Die Deutschen gegen die. Gegen was kämpfen wir denn? Gegen die ganze Welt. Wir kämpfen ja mal gegen die ganze Welt. Wir gegen die ganze Welt wieder mal. Wieder mal. Und ja, das alte Klischee. Das alte Klischee. Oh weh, oh weh. Das alte Klischee. Wow. 69. Fast schon tot, einer. Einer schon fast schon tot, sagt er. 88. Ja. Grüß schön. Lass schön grüßen, wa? Ich weh's doch. Ich weh's. Hypnos Community. Oh, das klingt wieder so nach mir so. Ja, das ist ja auch dein Club. Mein Club! Ich habe keinen Club. Ich bin. Deine Armee, verstehst du? Ja, Mensch, Armee der Finsternis, Leute. Wie wär's damit? Ja, Mann. Ah, warte mal. Ar. Ar, kann man das lesen? Ar. Nicht mit M. Armee. Armee der Finsternis. Schade, wenn wir jetzt bei WoW, würde ich mich die Quelle der Horde nennen. Ich habe ja da früher eine Gilde gehabt. Wir hatten eine Gilde, die Quelle der Horde. Ich bin ja bei Lich King raus. Ich frage mich, ob die Gilde noch existiert. Also ich meine, überhaupt noch, oder unser ganzes Bankfach, alles war voll gewesen. Ich frage mich, wie viel bei dem Rumgepätsche übrig geblieben ist seit Lich King. Wahrscheinlich nichts mehr. Ich komme wieder, mein Gold ist weg und meine Bankfächer sind alles leer. Unser Gildenfach ist leer, alles ist wahrscheinlich leer. Als ob die Räuber da waren. Die unehrenhaften Wegelagerer wieder. Und das ist außerdem falsch geschrieben. So, ja, Mann. Armee der Galaktischen. Armee der Super. Nein. Duse-Armee. Nein, das ist gemein. Mir fällt es kein Hypno-Armee. Leute, ihr seid zu fixiert auf Hypnos World. Ihr seid ja schon völlig fixiert, Mensch. Mensch, lass uns singen. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erahnen? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Na 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 na. Na 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 na. Doch dann bin ich dabei. In jedem siebten Ei. So. Leute, ich glaube, ihr seid ein wenig ferkelig im Chat. Kann das sein? Hypno-Bärenbande. Ja, die kleinen Strolche, hä? Die kleinen Strolche, was ist denn jetzt los? Aber ich sehe gar nicht, was da. Was ist denn da los? Oh, irgendwas, ich glaube, hostet mich immer, oder? Vielen Dank fürs Hosten. Genau, da steht es im Chat, kann ich lesen. Ah, mir fällt jetzt kein galaktischer Spruch ein. Es muss was Tolles, es muss zu League of Legends passen. Gareth, der Auserwählte. Nein, das ist blöd. Das ist so egoistisch schon wieder. Der Fafi kann nicht spenden. Ganz unten im Profiltext. Ich habe das ganz unten versteckt, weil mir war erstmal wichtig, dass der ganz das andere da alles kommt, ja? Das war mir erstmal wichtiger. Ganz unten im Profiltext steht es mit dem Spenden. Als allerletztes. Weil das andere war wichtiger. Erstmal, für mich war erstmal wichtig, meine Message abzulassen. Hier ist meine Message, Leute. Cosima ist wieder da. Cosima ist in der Gamerwelt zurück. Wusch, da bin ich wieder. Und nun kommt mit mir klar. Ja, ich weiß, ich mach's voll schwer, Leute. Ich weiß, alle raufen sich die Haare. Cosi, spiel endlich, spiel doch endlich! Ja, doch, Mann, lass mir doch. Ey, wir haben noch die. Leute, übrigens, wenn ihr bei Hypnos World seid, ihr habt die Ewigkeit noch vor euch. Ja? Wenn ihr hier angekommen seid, hier ist die Ewigkeit. Also können wir auch locker machen. Los, nee, wir lassen den Club. Mir fällt jetzt. Da muss irgendwas. Nächstes Mal.
Ich muss mir ein paar, es muss zur LOL passen. Es muss was ernst, man muss merken, man macht es mit Liebe, es muss ernsthaft sein und nicht hier Kartoffelwurstgruppe oder sowas, oder hier Königsberger Klopseverein. Also, ja, ich möchte was, die Bratwürstchengruppe, ja, die Bratwürstchen-Hilfsbedürftigen, die Bratwürstchengruppe oder so. Es soll was Ernsthaftes, man sollte spüren, guck mal, der das Spiel spielt, der spielt es mit Liebe, mit Freude und Elan und mit Ernsthaftigkeit. Danke für. Ja, weißt du, Love in Peace Club, hä? Huh? Also, man muss halt sehen, guck mal, so wie mein Name Rayler Moon, da weiß man sofort, guck mal, da steht jetzt nicht Wurstbrot oder sowas, ja, sondern die hat sich Mühe gegeben bei dem Profilnamen schon, ja. So, und es soll, dass man weiß, guck mal, die liebt das Spiel auch, also die mag es auch und nicht nur verarscht, die verarscht dieses Spiel nicht oder so, sondern die sieht dieses Spiel auch ernst. Ich will es auch gut spielen. Auch wenn ich manchmal rumblöle und rumaffe und hier rumalbere, trotzdem tief in mir drinne will ich schon gut werden. Also ich will trotzdem richtig geil werden, wenn ich schon spiele. Ich will jetzt nicht nur rumblödeln irgendwie. Schon, aber nicht. Ich will aber auch gut spielen können. Deswegen brauche ich auch Meister, die mir das beibringen. Damit ich ein gefährlicher Gegner werde. Dann macht es noch mehr Spaß. Aber wie nennen wir jetzt den Club? Gefährliche Gegner. Nein, auch nicht. Da fragt jemand, hast du einen Freund? Nein. Die nächste Frage sind, auf was stehst du? Frau, Mann? Was bist du? Schwul, lesbisch, hetero, bi? Ich bin ja TS. Pass auf, Leute, noch eine Quizfrage. Ich bin ja TS, ja? Und jetzt ist die Frage, wenn ich TS bin, was bin ich denn dann, wenn ich mit einem Mann zusammen bin? Und was bin ich dann, wenn ich mit einer Frau zusammen bin? Und was bin ich dann, wäre ich mit einer TS zusammen? Das ist schwierig, oder? Das ist schwierig bei mir. Ich bin sozusagen schwierig, undefinierbar. Ein undefinierbares, außerirdisches Wesen. Klingen der Gerechtigkeit. Oh, das ist ein geiler Name. Klingen der Gerechtigkeit. Das ist Simsam. Simsam arbeitet mit. Was? EU? Familie? Nein. Klingen der Gerechtigkeit. Das hört sich geil an. Weil hier viele noch nicht lesen können. Nee, der war gut. Na klar, könnt ihr lesen, Leute. Ich traue es euch zu, dass ihr lesen könnt. Also ich bin auf eurer Seite. Ihr habt es drauf. Ihr habt es wahrscheinlich mehr drauf als ich. Also unterstützt mich, damit ich es auch drauf habe. Eure Aufgabe ist es, dass ich es auch drauf habe. So, weil ich drehe ja schon frei. Also benimmt euch, es reicht, wenn ich frei drehe. Ich drehe so frei, ich bin dabei, in jedem siebten Ei. Ja, ihr könnt bei der Umfrage machen, zu welchem Sender sollte Kursi gehen? Ich weiß nicht, warum alle wollen, dass ich nach RTL gehe. Ist das nicht so ein Klatschi-Sender? Sollte ich nicht eher zur ARD und ZDF, damit ich mal das Wort zum Sonntag sprechen kann zum Beispiel? Ist doch viel cooler. Als erstes würde ich da sitzen so, Achtung, Achtung. Und alle Leute so, der Satan sitzt da. Alle Leute, die das Wort zum Sonntag hören, die sitzen da so, ach ja, jetzt kommt das Wort zum Sonntag. Der einzige Lichtblick während der ganzen Woche. Und dann auf einmal wird das Bild eingeblendet und die, der Satan ist da, der Satan. Ja, so wird es ungefähr sein. Und ich sitze da, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei ARD. Mit Krawatte wahrscheinlich. Nee, das geht ja nicht. Frau mit Krawatte, doch, genau. Aber das wäre schon wieder so eine Art Drag Queen oder so. Nein, Klischee schon wieder. Ach, komm, hör auf mit der Gruppe, ich krieg's das nicht hin. Ich habe 1000 Dinge, ich habe gerade eine Milliarde, im Moment werden gerade 1 Milliarde Prozesse abgearbeitet im Kopf. Mein bionisches Gehirn wird gerade ganz schön gespült, kann man sagen, Gehirn gewaschen. So. Was warst du mal? Außerirdisch. Und ich habe mir vorhin die Haare gewaschen, ja, deswegen wundert nicht, ich sehe jetzt nicht ganz so aus wie Shakira, weil aber wenn sie trocken sind, dann sehe ich wieder so aus. So, und, so. Aber es ist verrückt, was macht man jetzt? Guck mal, mit den ganzen Dingern da. Also, guck mal, wie viel. Das weiß ich alles gar nicht. Also, wie wir. Los, Puffer, was machen wir jetzt? Wir wollen Gaming jetzt machen. Oh Mann, es ist ja gleich 23 Uhr schon wieder. Was machst du? Was hast du gemacht? Was spielen wir denn? Puffer? 5, 5. Was? Was willst du? 5? Spielen wir mit richtigen Menschen? Mein Herz und mein Schwert für Demacia. Geh doch rein, bist noch zu klein. Demacia. Für was? Was sagst du? Ich hab gesagt, geht noch gar nicht, du bist noch zu klein vom Level her. Nee, mit wem? Wir spielen doch jetzt mit echten Menschen, oder nicht? Wir spielen mit echten Menschen gegen KI, genau. Ja, sag ich doch. Sag das doch gleich, ey. Du musst wählen, Mensch.
Ich weiß nicht was. Nimm das, nimm das. Wenn du nicht weißt was, nimm das. So. Für die Moderatoren, macht mal bitte alle Beifall für die Moderatoren, dass sie hier versuchen, Ordnung zu halten. Ja? Und wer unliebsam gebannt wurde im Eifer des Gefechts, einfach mich anschreiben, aber bring Kuchen und Kaffee mit, dann reden wir in Ruhe drüber. Ja? Und macht mal alle Beifall für die Moderatoren, dass sie sich so viel Mühe geben. Wo sie mache die. Was? Ja. Achtung, Attacke! Für Demacia. Warte, ich wollte mir noch ein Bild aussuchen. Kann ich mir noch ein Bild aussuchen? Ne, muss man erst noch. Ach so, mit Gavin, da musst du mal gucken. Da kannst du dir einen Freiskin holen für den. Ja? Ja, aber ich weiß. Ich hab mich umgeschaltet. Ich hab mich um, oder? Macht er das jetzt? Ach doch, okay. Ich hab mich um. Kommt das jetzt? Wo bleibt denn das jetzt? Nein, ich hab mich umgeschaltet. Ich hab mich umgeschaltet. Warte, warte. Schnell jetzt. Ja, warte, warte, das kannst du dann anhalten doch. Nee, anhalten geht nicht. Da, jetzt ist schon. Doch, ist noch da. Guck mal, da unten bin ich. Oh, guck mal, da, Jinx ist ja bei mir. Oh, jemand spielt Jinx, das ist ja geil. Guck mal, ach, die könnt ihr das gerade nicht sehen. Hier ist Jinx. Die ist voll süß, die sieht süß aus, oder? Jinx, voll psychosüß. Die ist aber psychosüß. Guck mal, da oben. Schwarzturm Morgana, ach du Scheiße. Das wäre so eine böse Frau bestimmt. Und, wie heißt die, Kathleen oder so? Guck mal, und da, sieht fast aus wie Silvanus. Also ich dachte schon, ich lese Silvanus. Und was bist du denn? Warte mal, wo ist ein Puffer? Du bist Tryndamere oder so. Leute, ich krieg das alles jetzt gar nicht im Chat. Ihr seid alle so wild da. Ihr seid alle so wild. Ich bin noch kein Pro mit allem, ja? Denkt dran. Bitte, bitte denkt dran. Und, oh, guck mal, da, ja, hier. Die haben gerade gewechselt hier nochmal, oder? Guck mal, der. Poolparty Mundo. Er nur wieder. Der sieht ja aus, wie wo ich das erste Mal gespielt habe, wo dieser Pogo-Kram, der sah lustig aus, dieser Pogo. Den gibt es als Stofftier, Leute. Es gibt diesen Pogo als Stofftier, den hätte ich gerne als Stofftier. Dann könnte ich den da hinten mit dazusetzen. Pogo als Stofftier, der sah niedlich aus. Den hätte ich gerne als Stofftier. Kostet, glaube ich, 20 Euro oder sowas. War der billiger? Oder nee, 6 Euro? 6 Euro? 20 Euro? Oh Mann. Wir sind ja oben. Wo spiele ich denn überhaupt? Weißt du, wo ich spiele? Ja, Toplane, mit mir. Toplane ist oben. Genau. Toplane. Ich bin Toplane. Ich muss kaufen. Ich will kaufen. Frauen wollen immer kaufen. Wir lieben Shopping. Klischee. Endlich geht's los, Mann. Endlich kann man wieder ein bisschen losspielen. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Die Kluft der Beschwörer. Ich bin übrigens ein Beschwörer, Leute. Ich bin ein Beschwörer. Guck mal, das ist mir beim Video aufgefallen. Vergesst nie, warum wir kämpfen. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Guck mal hier. Und zwar, guck mal, wie schön es mit dem Händler hier so aussieht. Guck mal, lass uns mal rangehen. Wir haben noch gar nicht richtig genießen können, ja? Denkt dann bei Hypnos World, wir wollen uns alles angucken und alles genießen. Schau mal hier. Der Händler. Ob der einen Namen hat, dieser Händler? Puffer, hat der einen Händler einen Namen? Ja, der hat sogar einen Namen. Aber bitte frag mich Chat, was für einen. Weiß das jemand von euch im Chat? Wie heißt der? Weiß jemand, wie der heißt? Die Vasallen sind erschienen. Weiß jemand, wie der heißt, dieser lustige Mann da? Dieser schnurrbärtige, dickbäutige, dickbäuchliche Doran? Günther? Spongebob? Ja, Spongebob. Ich sehe schon. Leute, was? Ich glaube, keiner weiß es. Oh Mann, keiner weiß es. Ist denn kein LOL-Pro hier? Gibt's keine LOL-Pros? Vertraut auf euch selbst. Vertraut? Pros gibt's bestimmt, aber die merkt sich auch nicht alles. Nein, du bist nur ein Pro, wenn du weißt, wie der da heißt. Sonst bist du kein Pro. Ein Pro muss wissen, wie der da heißt. Ich bringe Gerechtigkeit. Habt ihr gehört? Für die Horde. Ach nee, wir sind jetzt woanders. Hört da alles gut? Ach nee, warte mal, ich muss mal lauter. Erstes Blut. Oh nein, ich muss mal ein bisschen lauter machen. Warte mal, ist hier volle Lautstärke hier, ist ja viel zu laut. Und zwar müssen wir mal wieder auf 50 machen. 50 ist ganz gut, glaube ich. So war es ganz gut. So, jetzt ist erotisch für euch. Ich hoffe, dass es für euch jetzt erotisch ist. Los, meine Kameraden! Lasst uns in die Schlacht ziehen und glorreich Angst und Schrecken verbreiten. Denn jetzt kommt Raylamon mit seinem Beschwörer. Nee, warte mal, jetzt kommt Gareth. Garen mit seiner Beschwörerin. Na, wer ging's auch noch hin?
Lass mich mal kurz ins Gebüsch, ich muss pullern gehen. Kleinen Moment. Ein Verbündeter wurde getötet. Kurz mal pullern gehen im Gebüsch. Kleinen Moment. Ah, das tut gut. So, jetzt aber weiter. Da sind sie schon. Die Bösen. So, und heute versuchen wir uns ein bisschen cleverer anzustellen. Ich bin bereit. Auf jeden Fall. Ah, ich darf schon was aussuchen. Mist, ich wollte mir vorher nochmal alleine angucken, die Dinger da unten, was ich zuerst skillen sollte. Jetzt habe ich das nicht gemacht. Ich habe wieder den ganzen Abend verquatscht. Warum denn jetzt? Hallo, ich habe noch gar nichts angefangen. Also gestern war ich aber besser gewesen. Ach Mensch, ey. Mensch, Mami. Garen, du hast mich hängen lassen. Wir müssen eine Symbiose werden. Du musst mich spüren, wenn ich dir was sage. Ich bin dein Beschwörer. Höre auf mich. Erstmal darauf trinken wir es mal ein. So. Sei mutig. Auf jeden Fall. Sei gerecht. Habt ihr gehört? So, sei mutig. Sei gerecht. Ja, dann los, Garen. Nun stehen wir mal, hör mal ein bisschen mit. Ich bin dein Beschwörer, Mann. Rin. Beschwörerin, Mann. Ein reines Herz hat nichts zu fürchten. Oh ja, ich auch. Hab ich auch. Übrigens, ich wollte mir auch mal den Dschungel angucken. Vielleicht gibt's was Schönes im Dschungel zu sehen. Ich gehe mal kurz im Dschungel gucken, okay? Jungle. Guck mal. Deep in the Jungle. Ein Verbündeter wurde getötet. Unsere Taten formen unsere... Guck mal da, ein Schmetterling. Guck mal, das wollen wir mal angucken. Hier. Deep in the Jungle. Da, 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 da. Ich muss mich erstmal finden, Leute. Und ich muss so spielen, dass ihr auch was sehen könnt. Warte, warte, ich muss mir... Ihr seid ja denn da? Oh, den hab ich aber zack, ja, voll ein, den hab ich voll ein auf die Mütze gehauen. Habt ihr gesehen? Du da mit der Kanone. Dich wollen wir nicht. Geh weg jetzt. Wo haben wir denn? Wo haust du denn hin? Hau den nochmal einer da. Der geht gar nicht kaputt. Dann hab ich nochmal ein Pappmesser oder was? Los! Junge, ich brauche ja ewig. Warte mal, jetzt, ich nehme mal das zweite dann. Wir kämpfen für die Schwachen. Usch, jetzt. Ich muss mir das nochmal genau durchlesen, was das alles ist. Ich wollte es eigentlich heute im Laufe des Tages machen, habe ich aber leider nicht mehr geschafft. Damit ich weiß, was ich... Ich wollte mir so eine kleine Skill-Strategie schon mal zurechtlegen. Zum Beispiel erst Q, dann W, dann E oder so. Ich wollte mal in Ruhe mir das mal durch, dass ich so einen kleinen Plan vielleicht habe. Also, wenn ich Garen spiele, tue ich bis Stufe 3, also Q, W und E. Ja, und dann nur noch Q. Was wir tun, ist gerecht. Dann nur noch Q? Halt, wenn du Ulti machen kannst, natürlich erst die Ulti und dann... Ouch! Gas, gib Gas! Also, sprich R-Taste. Oh nein. Oh, ja, sterb doch noch dramatisch. Also Garen, gestern hast... Wir hatten nie eine Chance. Garen, jetzt hast du aber echt ein bisschen übertrieben gerade beim Sterben. Mensch, was sollen denn die Frauen von uns denken? Was sollen denn die Frauen von uns denken, wenn du so stirbst? So... Jetzt! Das wollte ich auch gerade sagen. Da sind wir uns beide einig. Na endlich, wir sprechen mal eine Sprache, Garen. So, jetzt gib dir Mühe mal ein bisschen. Gestern warst du besser. Ich fühle mich gerade irgendwie noch nicht richtig da. Der Chat hat mich ganz durcheinander... Der Chat hat mich ganz wuschig gemacht. Demacia marschiert geschlossen. Jawohl, Garen. Die rennt schon ohne uns. Lauf mal, gib mal. Warte mal, Beschleunigung. Kame. Also, jetzt geht's aber los. Ich komme. Haltet durch. Achtung, jetzt meine super-duper Fähigkeitenwaffe. Nein, was war das? Sitz! Habe ich Gold bekommen? Ein Gegner wurde getötet. Ich komme! Der Tank kommt. Oh, ich heute muss mich clever anstellen. Habt ihr gesehen? Voll auf die Mütze. Wer ist denn da? Guck mal, da ist HLX. Oder HL. Doch, HLX Top. Der Sieg ist nah. Zum Greifen. Na, zu früh. Ich wollte kurz vorher das machen. Warte, ich muss auf meine Dinger jagen. So, erstmal da. Angst ist der erste von vielen Gegnern. Da hast du recht. Ich habe auch immer Angst. Ich werde nicht wandern. Das war nicht gut. Ich habe zu früh gemacht. Genau. Geh. Im Namen des Königs. Geil, im Namen des Königs. Ich muss immer so ein bisschen an Arthas denken. Komm her, du!
Ich krieg dich, nein, zurück zu, oh, du hast ein Schwein. Ich hätte dich fast tot gemacht, aber nur fast. Gestern habe ich auch so viele fast tot gemacht und ich hatte nicht einen Champion getötet. Ich habe so viele fast tot gemacht und nicht einen Champion gehabt. Autsch! Oh, ich mach das. Da! Habe ich ihn jetzt getötet? Wo bist du denn? Ich seh gar nicht. Oh, nein! Ich habe zu spät gesehen. Ich habe es zu spät gesehen wieder. Ich wollte heute nicht so viel sterben. Ich bin gestern 7 Mal gestorben. Ich wollte heute gar nicht sterben. Berserker. Ja, ich bin wegberserkert worden. Ich wollte heute intelligent spielen. Ich wollte heute nicht so ablosen. Kaufe ich mir andere Schuhe? Ja, aber das musst du halt genau timen. Also sprich, timen in dem Sinn, wenn du wann du reingehst und wie du reingehst. Und wann, ja, du wieder rausgehst. Das wollte ich ja heute. Ja, das ist eine Sache der Übung. Ich wollte heute für die Zuschauer, ich wollte für die Zuschauer intelligent spielen. Ich war schon wieder scheiße. Mann, ich wollte auch mal gut sein. Ich brauche unbedingt noch Meister, die mir alles erklären. LOL-Meister. Die Welt braucht Hoffnung. Genau, die Welt braucht Hypnosvolt. Leute, jetzt werden wir obsiegen. Habt keine Angst, ich bringe uns da sicher durch. Ich komme! Macht Platz, der Tank kommt. Dich da, du da. Wir beide haben noch einen... Wo sei ich? Da, dich krieg ich noch nicht. Oh, komm schon! Ah, Jus, ich krieg dich noch! Oh, hab ich ihn jetzt? Nee, ich hab ihn gar nicht mehr. Du hast einen Hilfepunkt. Was hab ich? Eine Assist zur Tötung. Was heißt das? Geholfen oder was? Genau. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich will auch mal was Großes töten. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ja, los, lass uns einen Turm. Ich bin so im Kampfrausch, ich muss mal einen Turm. Lass uns einen Turm zerstören. Los, ich krieg dich. Wo bin ich überhaupt? Ich sehe mich nicht. Ah, oh, jetzt haben wir. Ich. Mann! Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Hast du wieder einen Assist bekommen? Ja. Ich bin gerade ausgerutscht, da lag wieder eine Bananenschale. Ja, da lag eine große, ne? Ja, eine ziemlich große sogar. Bin voll lang geschlagen. Da fragt einer, wie kann es? Für die Horde. Denk dran. So, kann ich auch was überspringen beim Skillen hier? Was hältst du davon? Ich Dings nehme ich Bums. Was hält er da? Ich nehme... Das habe ich gerade was Versautes gelesen, Leute. Ich habe statt Barmes habe ich irgendwas mit PE. Ich habe es mit PE gelesen. Ich habe statt, ja Leute, statt BA habe ich PE gelesen. Ja, also ich will es jetzt nicht aussprechen. Warum? Das heißt, wird mit BA geschrieben, nicht mit PE. Hingerichtet. Der erste von vielen Gegnern. Ja, Angst. Aber ich habe schon was vorgeschlagen in der Noctea, wie man, also wenn sie wieder mitmacht, wie wir da vorgehen. Was vorgehen? Sprich, ich spiele dann auch Garen, da guckt ihr beide zu und sie sagt dir die Situation, also wie ich dann reagiere oder wie man am besten reagieren soll. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber die Frage ist halt nur, ich weiß halt nicht, wann die da wieder Lust drauf hat. Demacia marschiert geschlossen. Ich dachte, er sagt gerade, oh, mir ist so schlecht von vielen Drehen oder so. Nein, aber er hat ganz locker beim Drehen noch gesagt, die Mafia, nicht die Mafia, die Mafia marschiert geschlossen. Los! Wir sind die Vorhut. Ich auch, Mann, meiner steht rum und glotzt blöd. Garen, raus, geh raus da, die schießt ja so ein Popo wieder. Mach mal, ich glaube, ich hätte, was ist denn dieses komische, ich muss mir das nochmal angucken, warte mal. Das eine ist Geist. Ach, da bin ich ein Geist. Vertraut auf euch selbst. Nee, da läufst du nur schneller. Autsch! Nee, warte mal, bei einem bin ich ein Geist. Naja, bei dem Geist läufst du schneller. Das brauche ich. Ich mach mal. Einen mache ich jetzt mal auf den. Und dann mache ich jetzt wieder. Die schneller laufen und dann nächstes Mal mache ich dann dieses Schild. Ich muss mir nochmal die 3 Punkte genauer garen. Erhält den nächsten 2 Sekunden lang einen defensiven Schild. Ein defensives Schild. Ja, ich muss auf Schild. Genau, Schild! Schild! Ein Krieger braucht Schild. Kommt, meine Freunde, greift mutig an und zeigt unseren Gegnern, wer die Macht besitzt. Komm, geil zum Kaffee trinken. Genau. Das Gesetz
oder durch das Schwert. Das ist das Schwert. Ich mach gar nichts. Mensch, mach mal was. Jetzt. Jetzt. Beruhig dich, Gareth. Du kriegst doch sonst wieder einen Schwindelanfall. Schutz der Nation. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Komm her, du kleiner Nixnuss, du. Kleiner Flamer, du. Habt ihr gesehen, wie ich den Flamer gerade... Komm her, du Flamer. Ja, du Lamer. Zack. Terminiert. Hab ich jetzt das Gold bekommen? Unsere Tat. Ein Verbündeter wurde getötet. Autsch, autsch, autsch. Ich muss klug und weise agieren. Komm her, du Lämmer und Flamer, zack! Genau! Ach, zu früh, viel zu früh! Nein, bleibst du, geh weg, geh weg, geh weg, Garn. Übrigens, hallo alle Neuen, ja, hallo alle Neuen, ich hab euch alle lieb. Denkt an, ihr seht ja gerade, ich bin emotional, ich kann nicht alles gleichzeitig. Ihr müsst mir verzeihen, wie man so sagt. Verzeiht mir bitte. Ja, ihr seht ja gerade, ich bin... Ja, ist ein neuer, bei neuen Spielen bin ich total, ihr seht ja. Nein, nein, aber schön. Ich führe den Ansturm. Aber noch, ja. Los, nochmal, mach nochmal, dann kann ich vielleicht nochmal das Geld dafür bekommen. Gold, nicht Geld. Habe ich jetzt bekommen? Autsch. Achso, jetzt los, Angriff. Und noch schnell noch Schild, einmal auf Schild wollte ich machen. Sei mutig. Ja. Aua, nicht auf mich schießen jetzt. Mach Kuh auf den Turm. Ja. Nee, das ist... Die schießen immer auf mich, diese Kleinen, aber irgendwie tun die mir gar nicht so richtig. Achso, vielleicht, weil ich dieses Schild habe. Ein Gegner wurde getötet. Bekämpft. Warte mal. Au, das war nicht gut. Vielleicht kriege ich noch das Gold. Nein, lieber, nee, Gold oder Leben, das ist hier die Frage. Wohl doch eher Leben. Schnell weg. Jetzt kann ich nach Hause. Jetzt muss ich noch... Warte mal, ich habe mal so einen Trick gesehen gehabt. Und zwar... Nee, gut. Nein. Dann geh nach Hause. Geh nach Hause. Hast ja auch ein bisschen Gold, vielleicht kannst du das einkaufen. Was ist dein Hauptgame? Alle! Ich bin gerade erst wieder in der Gamer-Szene. Ich habe noch kein Hauptgame. Ich will mir alle Games anschauen und dann schaue ich mal was, wo es mich immer hintreibt. So. Ich habe kein Hauptgame. Der Team hat einen Turm zerstört. Ich bin Hauptgame-los, kann man sagen. Heimatlos? Nein, Hauptgame-los. So, hier, die ziehen mir immer die Schuhe aus. Ich weiß nicht, warum. Immer ziehen die mir die Schuhe aus. Wurde getötet. Frag mich nicht, warum. Verbesserung, Bewegung. Ja, Bewegung. Getötet. Ein Krieger, der rennt. Was war das hier? Verbesserung, was zusätzlich Schaden, Versalen. Ja, Mann. Das habe ich doch schon. Ja, habe ich schon. Okay, dann Schuhe, dass ich besser rennen kann. Ich möchte bitte Schuhe kaufen. Dankeschön. Fürchtet euch nicht. Nein. Fürchtet euch nicht. Denn Hypnos World ist bei euch. Erstmal, Leute, ich will alle Spiele sehen. Ja? Ich will doch mein Gamer-Herz aufladen. Ich bin gerade wieder in der Gamer-Szene und ich möchte mein Gamer-Herz aufladen. Es gibt so viele geile Spiele. Aber eins ist schon klar, die Multiplayer-Spiele haben Vorrang. Also die sind natürlich dann, die will ich... mal gucken, welche von den Multiplayer-Spielen dann so... Demacia marschiert geschlossen. Mal sehen, welche Multiplayer-Spiele Favoriten werden. Also auf jeden Fall denke ich mal schon mal, LoL wird ein Favorit werden. Auf jeden Fall. Weil hier muss ich mein Gehirn anstrengen. Das ist mal eine Herausforderung, ja, eine geistige Herausforderung für mich. Auch wenn man es im Moment nicht so merkt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal anspruchsvoll. Fürchtet euch nicht. Das ist schon mal geil. Man muss sich sein Gehirn einschalten. Ich werde nicht wanden. Das war zu früh. Aber war schön. Vorwärts. Mann, du kämpfst ja alle. Hallo, du kämpfst gerade gegen alle alleine. Jetzt kannst du gleich wieder nach Hause gehen. Ein bisschen kein... Nee. Warte mal, ich kann ja noch mal... Warte mal, ich muss mal gucken. Das eine ist heilen. Da kann ich alle mit heilen. Ach, kann ich damit alle? Mit F kann ich alle heilen. Warte mal, mit F kann ich alle heilen. So hier. Kleiner. Oh ja, na also, so geht das also. Los. Nein, das war zu früh. Oh, ich kassiere richtig Gold gerade. Cool, ich kassiere richtig Gold. Kann man wieder Shopping machen können. Durch das Schwert. Was durch das Schwert? Jetzt habe ich den Spruch nicht verstanden. Ich komme. Wo ist Puffer eigentlich? Wo bist du? In der Mitte. Du bist in der Middle Lane sozusagen. Ich liefere mir harte Kämpfe mit dem, wie heißt es, den Minions. Aber...
Ich habe hier wirklich, ja, du hast es gut, Pufer. Ich habe hier harte Kämpfe am Start, ja. Ich habe hier total die harten Kämpfe und du machst da Urlaub in der Mittellane. Ich bin gerade gestorben in der Mittellane. Na sag mal, beim Urlaub machen gestorben? Los, meine Freunde! Ich kämpfe, solange ich stehe. Zu früh! Du hast eine wunderschöne Fähigkeit. Aber warte, ich kann noch nahezu spielen. Aber hey, boah, ich kassiere auf einmal so viel Gold. Was ist mit mir los? Und jetzt, rauf, Kameraden! Zeigt mir! Ja, na, Verstärkung rückt heran! Jetzt werden wir den Turm legen. Ich werde euch heilen. Warte, ich werde euch alle heilen, glaube ich. Nein, au! Oh, er hat mir voll bekommen. Sitz! Kann ich nicht? Achso, muss das abklingen. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich muss kurz denken. Seht ihr, das Denken muss noch besser werden. In der Mitte, ich brauche Schild. Los! Die schaffen wir! Und jetzt! Was? Ich führe den Ansturm. Haben wir falsche Taste. Mach doch mal dies! Zurück! Boah, der hat, den habt ihr gesehen, der ist rangeflogen. Und ran! Ja, Mann, cool drauf. Wasch! Gleich. Und jetzt! Euer Team hat einen Turm zerstört. Ja, wir kommen! Demacia! Demacia! Oh, ich bin alleine. Und ich bin wieder allein. Lauf, Garen! Jetzt! Angriff, Garen! Beschütze deine Leute! Du bist der Tank! Sei ein Vorbild! Ja! Rush. Ja! Möge die Kraft mit uns sein und das Schwert mutig geführt werden! Genau! Das sag ich auch, Garen. Da sind wir uns einig beide. Rush. Nein, zu früh! Aber ich komme noch! Wo sind denn die? Boah, direkt vor dem Turm! Da kommt ein böses Mensch. Da kommt was Böses. Meine Freunde, Unterstützung von hinten. Na, jetzt. Und jetzt, warte, ich hab was für dich. Da, zack. Ja, hast aber Glück gehabt. Hinterher. Zeigt es ihnen. Warte, nochmal. Jetzt auf Schild. Was ist denn jetzt los? Oh nein, ich wollte nicht sterben. Oh, jetzt war ich so, ich war schon wieder emotional. So ein Blutrausch. Ein Tank im Blutrausch. Ein Tank im Blutrausch. Merke dir, er stirbt ziemlich schnell. Ich bin gestirbt. Einfach so gestirbt. Und ich hab's nicht mal mitbekommen. Da, da. Jetzt muss ich eigentlich singen. Da, 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 da. Da, 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 da. Möge die Macht mit mir sein. Oh, nee. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe das Schwert. Und die Macht. Ich bin bereit. Noch nicht ganz gar. Wir müssen das noch einkaufen. Los, lass uns shoppen angehen. Auch Männer lieben shoppen. Nein, immer muss man mit dieser Frau mitgehen und dann shoppt sie und shoppt sie. Dabei würde ich doch lieber vorm Fernseher sitzen und Fußball gucken. Klischee. Auf jeden Fall, sage ich dir. Einen Turm zerstört. Jetzt dampfe ich, Leute. Guck mal, ich dampfe rot. Oh Mann. Mann, ich bin voll... Leute, ich sag euch, ich bin immer total emotional, ja, also... Deswegen muss ich dann nach dem ersten Game, was wir mal spielen, wir spielen meistens mal zwei Games, muss ich nach dem anderen Game ETS spielen, damit ich mich wieder beruhige emotional. Dummerweise bei ETS beruhige ich mich auch nicht. Das soll mich eigentlich wieder beruhigen, dass ich wieder runterkomme. Vergesst nie, warum wir kämpfen. Wir kämpfen für die Gerechtigkeit, für Ehre und Ruhm. Und natürlich um diesen Champion ins Auto. Komm her, du, ich mach dich, du. Ich muss meine Maus, hier meine Maus gar nicht. Komm her, wir beide, du und ich. Ich krieg dich. Ich hab. Ja, komm, Bussen. Ich kann das nicht machen. Ich wollte gerade dir noch meine super Qualität zeigen. Ich hab was ganz Großes für dich. Komm her. Ja, jetzt. Ich krieg dich trotzdem. Ah, okay. Ich gebe auf. Ich geb ja schon auf. Ah, du da. Lässt du wohl meine Leute in Ruhe? Doofe Kanone, du. Ein Gegner wurde getötet. Komm her. Und. Ja. Mensch, heute sammle ich echt Gold ein, Leute. Vertraut auf euch selbst. Ja. Ein Gegner wurde getötet. Oh, guck mal, die haben Äxte in der Hand. Die Axtarmee kommt! Mit der Axtarmee im Hinterhalt werde ich glorreich vernünftig. Bist du mich so erschrocken? Hustet mich jemand, oder? Vielen Dank fürs Husten. Widerliche Kreatur. Ja, widerliche Flamer und Lamer. Nimm das. Oh, da bin ich abkassiert hier. Weil ich muss was Neues machen hier. Und zwar. Okay. Falls wir wieder auf so einen Oberversalen treffen, also einen Oberklapsi. Los!
die ehrlos. Nein, das war viel zu früh. Los, weiter, weiter mit dem Ding. Da kriegst du alle noch. Puffer, wo bist du? Unten. Wo? Was heißt bei dir unten? Botlane. Top. Was? Zeigt ihnen die Stärke, den Mafia. Oh, hab ich den gerade getroffen mit meinen Dings? Nein, Mann, oh nein. Geh raus, geh raus, geh raus. Geh zu Mami. Mach nochmal schnell. Oh, oh nein, bitte nicht mich hauen. Lauf, lauf. Lauf, Horst. Beschleunigung. Hinten da, hinter. Ah, er hat mich noch erwischt. Er hat mich noch erwischt. Die Ratte hat mich noch erwischt. Mann. Blutrausch. Was? Wie war was? Was mit 5 Euro? Euer Team hat einen Inhibitor zerstört. Hinter der Libitor. Auf jeden Fall danke für alles. Für Follower oder wenn ihr irgendwas gemacht habt. Ich krieg gerade nichts mit, Leute. Ihr seht ja, ich bin gerade. Oh nein, ich bin auch tot. 13 Uhr. Berserker. Drück F, sagt jemand. Was ist F? Achso, wahrscheinlich ja. Zu spät. Zu spät. Junge, Junge, ich muss mich mal beruhigen. Ich habe schon wieder. Ich verliere die geistige Kontrolle. Kann ich mir Schuhe? Die Schuhe habe ich schon. Mann, die werden ja alle getötet. Warum werden die alle getötet? Die sind ja. Guck mal, die sind alle. Kann ich jetzt. Ich kann doch jetzt durch Team den. Hat einen Turm zerstört. Kann ich. Ich will auch mitmachen. Ein Gegner wurde getötet. Ich komme jetzt durch die Mitte. Oder? Ich kann jetzt durch die Middle Lane kommen, richtig? Kannst du ja. Ist ja jetzt alles frei da. Ihr habt ja alles frei gemacht. Dumpti-dumpti-dumm. Ich laufe ganz allein. Das Team hat einen Turm zerstört. Ich auch. Wo bin ich überhaupt? Ich sehe mich auf der Karte gar nicht. Ach, da. Ach, ich laufe ja schon wieder völlig halt. Wo laufe ich denn schon wieder? Ich will durch die Mitte und laufe wieder meinen Umweg. Ich gehe durchs Wasser. Da kriegt man erstmal ein bisschen. So schon alles. Gegner wurde getötet. Keine Gegner mehr. Guck mal, da war irgendwas. Euer Team hat einen Inhibitor zerstört. Den hat ja alle mitgegeben, habt ihr gesehen? Doppeltötung. Der hat gesagt, oh nein, lass mich in Ruhe, bitte nicht hauen. Sag mal, wo gehst du hin? Ich bin gefangen. Oh, guck mal, da sind Wölfe. Ich hol mir jetzt die Wölfe. Nee, das sind Greifen oder sowas. Vergesst nie, warum wir kämpfen. Da hast du geguckt, hä? Euer Team hat einen. Ich mach dich platt, ich will auch mal da was im Dschungel tot machen. Ein tragisches Ende für so einen edlen Freund. Was? Ein tragisches Ende? Habe ich jetzt einen Freund getötet? Nein. Ich habe auch mal was im Dschungel tot gemacht. Legendär. Was denn jetzt? Oh, ich war nicht dabei. Ich war nicht dabei. Und ich war nicht dabei. Da sagt jemand, ich will mitspielen. Boah, das war ja was. Puh, Junge, Junge. Die Tanzung ist raus. Ah. Junge, Junge, Leute. Und, war ich jetzt gut gewesen für die Zuschauer? War ich gut oder nicht? Exorbitant, sagt jemand. Was meint ihr, Leute? Wie habe ich mich geschlagen? Das ist mein drittes Spiel. Das war mein drittes Spiel. Habe ich mich gut geschlagen oder war ich eher nicht so gut? Für die Fragen denkt an Profilterklärung. Absolut perfekt. Doch, ich spiele zwar. Genau, ich glaube nicht, dass du zum ersten Mal spielst. Ah, oh Mann. Junge, Junge, ich bin da in Schwitzen gekommen. Schaffe ich noch ein Spiel? Wie spät haben wir es denn? 23:27, scheiße. Also wer mir LOL beibringen will, wir machen dann LOL beibringen mit Teamspeak, ja. Also ich hoffe, große Meister und Meisterinnen bringen mir es dann bei. Je mehr Meister, je besser. Je mehr Meister, also je mehr Pros mir das beibringen, je besser.
Also keine Spinner. Spinner haben wir schon genug immer, die wir immer bannen müssen. Das brauchen wir im Spiel ja auch noch. Einfach mich anflüstern dann, ja? So, fürs nächste Mal dann. Also. Morgen zum Beispiel. Morgen, ich glaube, ich habe morgen auch wieder Bock, weil im Moment ist es. Ich spiele mit Garen. Mal gucken, was es noch für Tanks gibt. Ich will noch andere Tanks vielleicht dann spielen. Ist ja dann circa ungefähr das gleiche vielleicht. Auf jeden Fall Tank. Das ist auf jeden Fall Tank. Mann, Junge, was bin ich wieder emotional voll mit? Ich bin wieder voll. Junge, Junge, bin ich schon wieder voll. Warte mal, ich habe hier zwei. Ich habe hier zwei. Leech of Legends Dinger, die ich lauter machen kann. Ich mache mal das andere auch lauter. Und mir das Beizeugen brauchen wir ganz TSM C9. Ja, ich glaube, die ganze Gamer-Gemeinde, um Cosi die ganzen Spiele beizubringen, da rauft sich die ganze Gamer-Gemeinde die Haare. Ah, ich halte sie mir aus, ich bringe sie um. Alle wieder so, ah, ich bringe sie um, ich halte sie mir aus. Cosi! Cosi bringt die ganze Gamer-Gemeinde durcheinander. Ach ja, was willst du machen? So, oh Mann, müsst ihr mich so erschrecken, ey. Hör mal auf. Vielen Dank. So, rein. So, weiter. Ja, ich bin irgendwie, ich hab das Gefühl, ich bin geschwitzt oder so. Alarmstufe rot. Ich wiederhole Alarmstufe rot. Das ist keine Übung. Das ist keine Übung. Das war übrigens Captain Kirk, den ihr da gerade gehört habt. Das war Captain Kirk. Vom Raumschiff Enterprise. Warte mal, ich muss erstmal auf da fertig klicken. Ich bin fertig klicken. Aber die Musik hat mich beruhigt. Die war schön, oder? Die Musik war schön. So, habe ich glorreich, habe ich jetzt irgendwas? Lass uns mal Analyse machen. Analyse. Was steht da jetzt? Manchmal, Leute, durch diese Brille, meine Augen sind immer so verschwommen, weil ich anderthalb Jahre jeden Tag 3 Energies getrunken habe. Ja, ich sag euch, trink bloß kein Energy. Ich bin schon halb blind vom Energy. Du hast eine neue, klassische, was? Warteschlange freigeschaltet. Was für eine Schlange? Na, eine Warteschlange. Echt jetzt, oder lese? Lese ich jetzt richtig, oder sind meine Augen schon wieder? Warte mal. Eine Warteschlange? Was für eine Schlange? Ich habe eine Schlange freigeschaltet. Was für eine Schlange? Na, eine Warteschlange. Ach Mensch, ist ja was wie bei Lidl. Hey, du hast eine neue Warteschlange freigeschaltet. Hey, das ist lustig, oder? Das ist lustig, wenn praktisch, du bist bei Lidl und dann sind doch jetzt immer bei Lidl die oben diese, bitte Kasse 7, keine Ahnung, Kasse 1 wird geöffnet. Da müsste eigentlich dann der Spruch kommen, es wurde eine neue Warteschlange freigeschaltet. Das ist ja geil, oder? Hey, aber nichts gegen die Lidl-Leute, ja? Also Lidl-Leute, alle Lidls, wo ich mal gehe, ich gehe so zu 3 Lidls, ey, ich mag die alle, die sind voll geil. Die Kassierer-Leute sind voll geil. Die sind voll geil, die Leute. Und vor allem, was die ackern müssen. Junge, Junge, Junge. Die sind voll geil, die Leute. Ich glaube, in 2 habe ich mich sogar verliebt. Jetzt könnt ihr wieder raten, Männlein oder Weiblein? Oder beides? Nee, beides? Nee. Ey, die Lidl-Leute sind geil. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, du bist den ganzen Tag an der Kasse und nur so piep, piep, piep. Ich frage mich, ob man danach, wenn Feierabend ist, ob man davon dann Albträume bekommt. So nachts so piep, piep. Piep, piep. Ja, weil du ja den ganzen Tag mal piep, piep. Das geht ja den ganzen Tag, jeden Tag. Und zwischendurch hört man es auch immer so piep, 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 piep. Ich wette, eines, wenn man da arbeitet, eines Nachts schreckt man so auf und fängt an zu schreien. So, oder so, bestimmt. Und dann nimmt man sein Valium und macht wieder weiter. Also Lidl ist hart. Also überhaupt, als Verkäufer ist wirklich hart. Mit diesem piep, 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 piep. Den ganzen Tag piep, piep. Der sich das ausgedacht hat, ich wette, der sich das ausgedacht hat, das war so ein Psychotyp. So ein ich werde die mal alle so richtig schön fertig machen. Piep, piep. Dann wette ich mit euch. Das war bestimmt so ein Agro-Wissenschaftler, der gesagt hat, ein wissenschaftliches Experiment. Wir werden mal diese Kassen machen und dann macht's mal so piep, piep und dann werden wir mal sehen, wann die alle Amok laufen. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Das sind tickende Bomben eigentlich, tickende Bomben. Ich meine, sei mal ehrlich. Piep, 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 piep. Eines Tages sitzt du an der Kasse so, piep, piep. Dann sagst du, aktiviert. Ich bin aktiviert. Auf jeden Fall. Ich meine, ich auf jeden Fall. Also, ich glaube, wenn ich da, ich würde irgendwann aktiviert. Also, ich wäre aktiviert. So, ja, jetzt aber. Jetzt wieder mal zur Sache, Cosima. Du schweifst schon wieder ab und die Haare... Haare hier. Gut.
Ruhe, wir müssen Ruhe und Glück. Für Demacia. So, jetzt aber. So, war ich glorreich? Hab ich am meisten. War irgendwo stand auch, Tabelle. Jetzt wird's nackt gezeigt. Und wieder mal kein Champion getötet. Aber dafür habe ich hier 25, ja. Oh, der hat 25 Champions getötet. Der hat 25, wer war denn das? Wer ist denn? HTLX, wer war denn das? Nimm mal das Puffer. 25. Tode. Aber ich war nicht die Schlechteste. Unterstützungen. Mann, ich habe ja echt wieder mal alles gelost hier, oder? Und wieder kein Blutrausch. Wie kriege ich denn meinen Blutrausch? Wahrscheinlich, weil ich nicht bis hin geskillt habe oder so bestimmt. Ich habe bestimmt wieder keinen Skill dafür, gar für Blutrausch oder sowas. Aber ich war im Blutrausch. Das hat man doch vor der Kamera gesehen, oder? Leute, ich war im Blutrausch. Ich war voll im Blutrausch gewesen. Mensch. So. Wie gesagt, wer mitspielen will und wer Teamspeak hat, mitspielen will, vor allen Dingen wäre gut, wenn ihr erstmal Meister mitspielen, dass ich das lerne. Weil wenn ich mit Leuten spiele, die jetzt genauso so intelligent sind wie ich gerade, dann bringt es für mich ja nichts. Ich muss erstmal mit Meistern zusammenspielen. Also wirklich Leute, die Ahnung haben, damit ich auch gut werde. Weil wenn ich jetzt praktisch, was ist denn da andauernd immer? Muss man doch mal puff, puff. Scheiße nochmal. Was ist denn das? Was, 23, was? Was ist denn da los, Alter? Ja, ich muss erstmal mit Profis zusammenspielen, damit ich erstmal Grundstruktur in mein Gehirn reinbekomme. Weil wenn ich jetzt mit Leuten spiele, die nicht Bescheid wissen, dann bringt es ja nichts. Also, das bringt ja im Moment erstmal nichts. Ist jetzt nicht böse gemeint, sondern ich muss ja was lernen. Und dann kann ich auch mit euch, mit allen spielen dann. Mann, ich habe überall abgelost, oder? Habe ich irgendwas gut gemacht eigentlich? Aber ich war doch auch gut. Graf, was war dieses Graf nochmal? Da müssen wir uns auch mal mit beschäftigen, mit diesem Graf, was immer Graf auch ist. So, Leute. Dann, möchtest du wirklich... Nee, warte mal. Ja, oder? Wie komme ich jetzt... Achso, Startseite. Machen wir noch... Puffer, bist du noch da? Ja. Ich weiß aber nicht, ist er da? Ist er nicht da? Oh, warte mal, hier gibt's irgendwas. Hextech Werkstatt. Was ist ein Hextech Werkstatt? Gratis Truhe öffnen. Was ist denn das, Puffer? Da können Champions oder Skins drin sein, wenn du die aufmachst. Muss man da was bezahlen? Nein. Weil hier steht doch gratis, aber gratis ist ja immer so eine Sache, wisst ihr ja. Es ist gratis, also theoretischerweise kannst du dir das auch kaufen, also die Teile, die du brauchst. Oder wenn du halt Matches machst, kriegst du Sachen dafür, dass du die öffnen kannst. Nee, Leute, im Chat, wir müssen dann erstmal miteinander mal quatschen, erstmal miteinander ein bisschen chatten, ja, sich mal kennenlernen und dann mal Teamspeak und so, ja, nicht einfach so losspielen mit Leuten, die man gar nicht kennt oder so. Erstmal kennenlernen. Ich kenne euch doch alle gar nicht. Vielleicht seid ihr alles Meuchelmörder und ihr wollt mir nur wieder so ein Messer in den Rücken stechen. Ich muss doch erstmal gucken, wer sind denn jetzt die netten Leute? Wo sind denn die netten Leute alle? Oder wäre es wieder mal ein hinterhältiger Schurke ohne und so. Also ich klicke da jetzt mal drauf. Was heißt, habe ich jetzt Premium-Truhe? Was ist in der Kiste? Jetzt habe ich hier so eine Premium-Truhe. Nur wichtig, du hast einen letzten EP-Boost verbraucht. Besuche den Shop in einem... Ah, ich kriege jetzt keinen Boost mehr. Was immer auch Boost ist. Kann ich das dann einfach öffnen, ja? Oder passiert irgendwas? Kannst einfach auf Öffnen klicken. Was habe ich jetzt? Was? Twitch, da stand gerade ein Tisch, hab ich zum Spiel. Achso, was mit einladen. User joined your channel. Hallo. Hallöchen, wer ist denn da? Warte. Esme, oder? Was? Esme? Nein? Wer ist denn da? Doch, Esme, oder? Nee, was? Venus? Nee. Wer ist denn da? Ich sehe gerade. Ja. Was ja? Venus? Ja. Venus! Ey, du kommst gut rein, ich verstehe dich hier gut. Ach, Venus, du siehst, ich hab, ja.
Ich bin total verwirrt. Hier ist noch mehr öffnen. Ich dachte, ich habe schon geöffnet. Na, was denn nur? In der Truhe ist eine Truhe, oder was? Puh, mir ist voll warm, Leute. Ich bin voll heiß. Vidus, hast du eine Idee, was ich machen soll? Noch mehr öffnen. Ich kann noch mehr öffnen, oder was? Ja, öffne alles, was zum Öffnen geht. Guck mal, das ist ein Kubus. Wenn ich den Kubus sehe, muss ich automatisch an die Borg denken. Widerstand ist zwecklos. Wir sind Hypnos. Wir sind Hypnos World. Sie werden unserer Spezies hinzugefügt werden. So, okay, dann los nochmal öffnen. Ich hab geklickt, aber passiert nichts. Dann da. Und jetzt. Wow, geile Sache. Frostfeuer Ani. Skinsplitter. Ich hab jetzt, hier steht irgendwas mit Frostfeuer Ani. Skinsplitter, was ist denn das? Wie dir gleich alles erklärt, wenn du fertig bist. Na, da steht jetzt Frostfeuer Ani. Was ist eigentlich hier los, Leute? Frostfeuer Ani und Skinsplitter, darunter Skinsplitter und dann steht zur Beute hinzufügen. So, das wird mir nur erklärt, Pufa, mehr nicht. Und Venus, mehr nicht. Soll ich es mal einfach hinzufügen oder muss ich noch einfach hinzufügen. Was ist denn das? Füg's hinzu, dann erklären. Warte, hier kommt noch was. 800 Orange Essenzen. Zur Beute hinzufügen. Jetzt habe ich Essenzen. Was sind diese komischen Orange Essenzen? Essen wir. Achso, da ist Essen. Im Chat ist Essen. Leute, ja, bitte um Geduld. Ihr seht ja gerade, ich bin verwirrt. Ja, es ist alles so neu schon wieder. Alles ist für mich neu und viel zu viel schon wieder. Alles viel zu viel. Ihr seht ja, ich drehe gerade völlig frei. Ja, völlig frei. Ich krieg den Chat gar nicht richtig mit. Nein, Leute, denkt doch mal, ich muss euch erstmal kennenlernen, wer da mitspielen will. Und. Warte mal. Puffer, Venus, was ist denn dieses komische 800 Orange Essenzen und Dings? So, ja, das steht jetzt bei dir bestimmt unten da, wo der Schlüssel ist, ne? Steht jetzt bei dir Essenzen, also die blauen Essenzen und die gelbe Essenzen, ne? Nein, ich bin noch da, wo man ins Beutel hinzufügen. Was hast du da? Ja, mach mal hinzufügen. Ich erkläre dich dann gleich. Also. Okay, Mann. Jetzt kommt blau mit Blumenauge. Augenskinsplitter steht da jetzt. Wow, was sind das alles für Dinge? Gut, finden wir uns zu. Mann, was ich für geile Sachen bekomme. Was ist das? Du hast eine Truhe mit Beute zum Ausprobieren geöffnet. Sie enthält Skinsplitter, Augenskinsplitter, was immer. Wir haben dir zudem genug Essenzen gegeben, damit du einen von ihnen zu permanenter Beute aufwerten kannst. Klicke ihn dazu. Herstellen. Jetzt muss ich irgendwas herstellen. Na, Moment, bevor du was herstellst, tu mal kurz den Stream starten von dir. Da kann ich dir dann genau was erklären. Dann mach mal. Im Chat helfen sie mir auch schon, aber ich krieg alles immer im Moment so. Tut mir leid, weil ich krieg gerade so wenig mit. Ich bin schon so geistig verwirrt. Ihr habt mich heute alle wieder geschafft, Leute. Ihr habt mich schon wieder geschafft. Junge, das ist zu viel. Leute, ihr habt mich schon wieder geschafft. Schreib dich nicht ab. Ja, klick mal auf Herstellen. Genau. Schreib dich nicht ab. Lern lesen und schreiben. Oder hör auf, zu viel Energy zu trinken, sonst guckt ihr nachher genauso und ihr liest auch nachher genauso, wenn ihr zu viel Energy trinkt. Glaubt mir das. Anderthalb Jahre, jeden Tag drei Dinger und ihr wisst Bescheid. Was sagst du? Puffer? Klick mal auf Herstellen. Hab ich. So, nun, jetzt bin ich hier bei Beute. Augenskins und Beuteskins. Moment. Ja, der Streamer hat so Verzögerungen und so. Ja, ja. Dam, 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 da, da, dam. Dam, dam. Was ist denn da los? Was macht ihr da alle? Irgendwelche Einladungen? 37 Einladungen? Super. Dein Bild ist direkt über dem. Na, wenn du über das Bild von. Ja, ich meine. Was steht denn da unten drunter? Ich komme, ich mach hoch, ich hab hochgemacht jetzt, so. Klick mal drauf, auf den Skin. Auf welchen? Also mit links. Auf welchen? Auf den unteren oder den oberen? Oberen. Also mit dem Mädchen. Ja, genau. Mit Ani sozusagen. Ich klick mal drauf. So, jetzt steht da was. Umwandeln in zufälligen. Oh, guck mal, so klein, ich kann es kaum lesen, Leute. Wisst ihr, dass ich kaum lesen kann? Und da ist noch meine Brille verschmiert. Ja, auch noch. Na. Was willst du? Da steht aufwerten, ne? Hier steht einmal
Frostfire Ani. Du besitzt den Champion ja nicht. Ja, ich hab. Das heißt, er kann ihn nicht aufwerten. Ja, und? Zum Erklären halt. Oder geh mal auf das Auge da unten, auf das andere. Gut, dann geh ich darauf. Blumenauge. Augenskin, Dings umwandeln, ja, keine Ahnung. Entzauber. Da steht ja was von wegen aufwerten. Also permanent aufwerten zum Beispiel. Nee, aufwerten gibt's hier nicht. Wie, natürlich. Ach, dauernd aufwerten. Das zweite von unten. Ja, aufwerten gibt's mal. Guck mal, so klein geschrieben, ich kann's kaum sehen. Aufwerten zu permanenten Augenskin. Minus 340. Ja, zum Beispiel, wenn du da jetzt draufklickst, beispielsweise, ja? Ja. Hast du den Augenskin permanent? Was ist denn dieses Augenskin? Der Augenskin ist dir, was ich schon dir gestern erklärt habe, du hast neben deine Items rechts so ein kleines Symbol. Wenn du das auf der Lane zum Beispiel platzierst, machst du in einem Umkreis alles sichtbar, wo dunkel ist. Also wo der Nebel halt ist, ne? Ich weiß nicht, was du da gerade meinst. Also irgendwas neben meinen Dings. Das ist schwer zu erklären. Ja, muss man mir mal. Ich weiß nicht, muss ich mir mal im Game nochmal zeigen, wo im Game dieses. Was, irgendwo soll was sein. Dann tu mal nichts aufwerten. Lass es so, wie das da ist und gut. Dann nehmen wir es erstmal auf noch. Ja? Genau. Das ist wahrscheinlich unter Truhe dann immer, oder? Sag mal her. Naja, halt oben rechts, wo halt der Shop ist, rechts neben dran, wenn du da immer draufklickst, kommst du automatisch in das Fenster. Dann lassen wir erstmal, bis ich den Durchblick habe. Im Moment, genau. Im Moment bin ich zu verwirrt und stelle mir zu blöd an. Beute Champions. Beute Dings. Guck mal hier, alles mit Beute. ja. Dann machen wir noch ein Spielchen, oder? Und du sagst mir mal gleich, können wir mal im Spiel mal, was die Dingste Bumse ist. Oder Venus sagt. Was das Auge ist, ne? Das Auge. Das allumfassende Auge. Was immer das auch ist. Na los, dann machen wir noch ein Spielchen. Und dann lerne ich dafür noch. Guck mal rechts auf deine Benachrichtigungen. Da ist eine Spieleinladung von mir. Da sind ganz viele irgendwie so. Ganz viele sind da. Sind 37 oder so. Aber ich kenne die ja alle noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob dann nette oder böse dabei sind. Oder Heater Flamer wieder. Heater Flamer, Camper, was es alles wieder gibt. Ich werde ja täglich ich krieg's ja immer täglich so richtig dicke. Ja. Deswegen muss man, es dauert denn, wer ist Freund, wer ist Feind, wer ist überhaupt keiner. Es dauert immer, bis man mal so durchblickt, was ist. Wenn man so umringt ist von Feinden, wo sind die Freunde? Scroll mal ganz hoch. Da musst du so, die Fackel anzünden, warte, die Fackel so. Tsch, wo sind die Freunde in der Finsternis? Halte die Fackel hoch und kommt zu meiner Fackel, so dass ich euch finde und adde sozusagen. So, irgendwie so. Was soll ich machen? Was willst du? Ganz hoch scrollen. Ganz hoch. Also bei der Benachrichtigung. Ich bin ganz oben, warte. Ich bin ganz oben. Manche haben hier richtig coole Namen hier. Richtig geile Namen hier. Ich bin ganz oben, aber ich muss dich erstmal wieder suchen. Wo bist du? Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, loszugehen, loszuspielen. Nee, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich einfach nicht. Super. Warte, ich mach nochmal neun. Mach mal nochmal neun. Na Leute, ich komme gar nicht zum irgendwas trinken. Ich vertraue. So, jetzt hast du eine Einladung, die ist von mir. Ja. Eine Einladung. Wie der Japaner sagt, Einladung. Papaya habe ich gestern schon gesehen. Also wispert mich einfach mal an, damit ich mal die netten Leute aussortieren kann. Dass wir dann zusammen Teamspeak machen können, labern, Spaß haben, Gaming machen. Auch für andere Spiele. Oh Leute, und trinkt mal auch mal was. Wir trocknen ja hier alle völlig aus. Achso, warte, sonst kriegst du mal, wo ist er jetzt? Wo ist Puffer schon wieder? Oh Mann, warte, ich komme. Du nimmst das schnell genug an. Ja, warte, ich finde dich noch. Da, ich hab dich. Jetzt hab ich dich. Ui. Fluffy, guck mal, da ist ja eine Fluffy. Ich hab schon mal. Fluffy ist Venus. Das bin ich, ja. Echt jetzt? Spielst du mit? Nein.
Cool. Sind sie eigentlich dabei? Cool, Mann. Voll geil. Voll geil. Venus macht mit. Ja, Mensch, ich hätte mir meine Haare zusammen machen sollen. Ich fühle mich gerade total honky, mehr als honkig. Ich sehe, bin ich so hübsch, kann ich so sterben? Ich sehe scheiße so. Hätte ich bloß meine Haare zusammen gemacht. Ich überlege, gehe ich nochmal schnell auf Toilette, meine Haare zu nehmen? Warte mal, ich lasse das jetzt so. Weil mir stören meine Haare gerade irgendwie. Na gut, Kose, die wollen mitspielen, die fragen mich jetzt auch schon an. Ja, genau. So, da ist auch einer, warte mal, Stufe 22. Der wird sogar auch noch gehen. Genau, fragt mich nicht, weil genau. Achtung, was ist hier los? Oh, Leute, ich bin überfordert. Ey, das ist voll der Ansturm. Was ist hier eigentlich los? Ich weiß gar nicht, was los ist. Oh Mann, heute Nacht werde ich im Bett liegen und wieder piep, piep, piep machen wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich wieder piep, piep machen. Aber Venus, ich freue mich, dass Venus wieder da ist und dass es ihr gut geht. Und Natalu, Mensch, ich habe gerade Natalu gesehen. Natalu, hallo Natalu, ich kriege gar nichts mehr mit dir. Leute, bei mir im Kopf ist gerade Game Over. Meine einzige Hoffnung ist noch Venus und Puffer, dass ich noch einen kleinen Bezugspunkt zur Realität habe. Sonst werde ich noch Zigarren irgendwie. So. Schon klar. Bei dir ist da, du hast da was, sag mal, unter deiner Stufe 21, da steht ja so ein Wappen bei dir da. Ein Symbol. Was? Ja, so ein Symbol. Also sprich, ich bin der Leiter hier in der Gruppe. Der Big Boss, du da. Okay. Fluffy. Fluffy, Bär. TS, wir bekommen nur halbwegs ausgewählte. Ja, genau. Wir müssen erstmal sehen, wer ist denn nett, wer ist wieder gemein, wer ist böse, wer will wieder nur flamen, lamen, heaten, das kennt er doch. Das haben wir täglich. Massen, Horden, ganze Legionen von Schwachköpfen teilweise. Ja. Man ist manchmal schwierig, gut von böse zu unterscheiden. Manchmal werden ja außer. Ja, so cool, jetzt hast du die Möglichkeit. Willst du, dass die Zwölfe mitspielen oder nicht? Dass wer mitspielt? Wer? Ja, ob willst du, dass jemand mitspielt oder nicht? Ja, aber ich weiß nicht wer. Ich muss erstmal mir alle angucken, die mich vielleicht anschreiben oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, ich kann jetzt gar nicht auf die Schnelle, wer ist denn jetzt gut, wer ist böse, weiß ich doch jetzt gar nicht. Daraus müssten die auch in Teamspeak dann kommen. Ich weiß jetzt nicht, wer ist gut, wer ist böse. Ich kenne ja erstmal alle gar nicht. Ja. Das weiß ich da jetzt auf die Schnelle gar nicht. Das kann ich doch gar nicht wissen. Also zwei hätten anscheinend TS, also so wie ich das hier so lese. Zwei haben TS. Ja. Ich weiß ja nicht, ob die nett sind. Ich schreibe alle zu mir, ich bin nett. Alle sind nett. Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade los ist. Ich wollte irgendwas Wichtiges sagen, das habe ich vergessen sogar. Seht ihr, ich vergesse sogar schon die Wichtigen. So. Irgendwas mit Haare zusammen machen. Nee, aber irgendwas wollte ich sagen. Ja, Mann. Hier. Schreibt er, hab auch TS und bin weiblich, schreibt er. Hier, Tier, Laffelux oder so. Lallelux. Hier, dann nimm mal Lallelux. Was für Lux? Lallelux. Da müsste aber einer von den Moderatoren müsste mal Lallelux dann den Teamspeak, unseren Teamspeak geben. Lallelux, also hab ich nicht. Die müssten mich dann höchstens adden. Adden! Ja, im Spiel halt adden, ne? Im Spiel adden. Ich blick grad nicht durch. Es ist zu viel. Jemand schreibt Papaya. Ich glaube, das müsste mal, Kosi, am Wochenende musste mal statt hier am Anfang was anderes zu spielen, spielst du LOL, ne? Ja, wollte ich auch. Ich wollte am Wochenende LOL spielen, weil ich will das jetzt, ich bin gerade richtig geil, also. Heiß drauf. Ich bin heiß drauf. Also nee, es bringt mir voll Bock, weil es ist mal so, man muss sich anstrengen, weil zum Beispiel bei den anderen Spielen, das war jetzt nicht großartig geistig, da machst du einfach nur ballern, schießt du drauf und dann geht's tot, das ist gut. Aber hier muss ich tatsächlich denken teilweise. Und das ist natürlich schon mal, ist gut für den Brain, ja, dann, so wie das Gehirn, so wie man denkt, entwickelt man neue Gehirnzellen, das ist gut. Ja, es ist eine Herausforderung, ich suche Herausforderungen. Bei Counter-Strike werde ich wahrscheinlich auch ganz schön. Und kommt Lalelu, die schaut jetzt zu. Nein. Ich hab die 8. Ach, ich wollte gerade sagen, ich hab sie doch angenommen und ich finde sie gerade nicht in meiner Freundesliste.
Du hast tolle, sagt jemand. Tolle Augen. Ja, aber mit beschmierter Brille, Leute, ich sehe schon gar nichts mehr. Da kommt was. Lalelux tatsächlich, die heißt sogar so, oder wie? Ach nee, Lalelux ist aber schon... Aber sie muss aber Teamspeak kommen, sonst geht's nicht. Ist ja gegen Bots. Okay. Wer ist ein Bot? Sie ist ein Bot? Wir spielen gegen Bots. Ja, gegen die Bots, Leute. Harte Gegner, gnadenlos, aber wir werden gegenhalten und wahrscheinlich vielleicht sogar gewinnen. Wir werden es sehen. Was suchst du auf Twitch? Ja, das frage ich dich auch, Kollege, das frage ich dich auch. Ich sag dir, was ich suche. Dazu musst du den Profiltext lesen, dann weißt du's. Dann weißt du's. Braucht ihr noch einen fünften? Leute, wir brauchen mehr. Ihr müsst bei den Profiltexten lesen. Ihr müsst bei den Profiltext lesen. Da stehen die ganzen Multiplayer-Spiele und die mir noch fehlen, die nicht in der Liste sind. Die müsst ihr mir mal sagen, dann können wir die mit eintragen. Ja, dann können wir die mit eintragen. Aber kurz, ich hab eine Idee. Ja, erzähl mal jetzt. Für den letzten Spieler hier jetzt. Ja? Beispiel stellst du irgendeine Frage, ja, und wer die als erstes richtig beantwortet, macht mit. Oh, böse, schwierige Frage, hä? Schwierige Frage. Ey, jetzt soll ich auch noch Fragen stellen. Jetzt soll ich noch einen auf. Ich soll noch einen auf Showmaster hier machen. Ich bin schon geistig. Und dann soll ich hier noch Showmaster. Hallo. Hallöchen. Hallo. Lalelux, ja? Genau. Lalelux, nein. Du siehst gerade Lalelux. Es ist gerade ein hoher Wellengang hier. Ein hoher Wellengang. Ja, also halt dich fest. So. Wie geht's jetzt weiter? Alle machen Hö-Hö-Hö. Hö-Hö-Hö? So, lass uns noch den vierten ist dann einfach, der kommt vom System dann irgendwie so. Also random. Ja, mal random. Mach mal random hier. Sonst kommen wir nicht voran. Sonst... Okay. Meine Schuld ist es nicht, ne? Alle, die wo mir geschrieben haben, meine Schuld ist es nicht. So, los. Schreib mich an, dann sehen wir, wer nett ist, wer nicht. So, ich blicke jetzt gerade nicht durch, Leute. Ich muss ja mal sehen, dass ich mich in den Griff bekomme. Ihr seht ja, ich bin emotional schon auf Overskill geskillt. Ja, emotional auf Overskill. Ich nehme dann... Was? Dreimal dürft ihr raten. Und mein Schwert für Demacia. Ja. Für Demacia. Kann ich mir eigentlich schon was anderes aussuchen? Ich wollte schon gerade sagen, Kleidchen oder so. Garin mit dem Kleidchen. Nein, Mann. Pfui. Ich spiel den pinken Hasen. Wow. Venus sieht gefährlich aus. Und Lalelux spielt, ey, die spielt irgendwas Süßes. Was ist das? Das sieht irgendwie böse, gefährlich süß aus. Ein kleiner Hamster. Ein kleiner Hamster spielt sie. Ja, der wird jetzt auch noch pink. Ach du Scheiße, auch noch. Lustig. Und hier, das ist wer, guck mal hier. Da, das ist die, was nicht zu uns so richtig gehört, oder? Der Dista, genau. Sag mal, ey, Dista, guck mal Dista, ja. Und dann keiner sieht es. Na, das, da. Da. Los, dann ich bestätige. Was? Oh, da steht irgendwas rot da oben alles. Achso. Was ist jetzt? Achso, ich hab... Ja, geistig nicht auf der Welle gerade. Ich bin geistig nicht auf der Welle. Denkt dran, wer aus Versehen gebannt wurde, einfach mich anschreiben. Ja, wer im Eifer des Gefechts oder wer mit den Wörtern übergeschlagen ist und gestolpert ist aus Versehen, kann ja mal passieren im Eifer des Gefechts. Schreibt mich an und mit Kaffee und Kuchen reden wir drüber. So, was haben wir denn alles Leckeres hier? Warte mal, wir sind hier unten, oder? Ich muss mal sehen, wo wir sind. Nee, das sind wir nicht. Da oben sind wir. Wir sind oben. Ja, ja. Oh, guck mal hier. Plüschhäschen Temo. Das sieht ja witzig aus. Oh, Morgana. Wer spielt? Oh, guck mal hier, Morgana. Heiß, Leute, Morgana ist heiß. Und dann Nami. Nami ist die gejointe von irgendwo. Dann Raylamun. Ich würde gerne, guck mal die da, Raylamun. Guck mal die da, Garin. Und dann da unten, Hainun. Und Wurf. Oh, Nami.
Die ist aber auch so. Mann, die sind alle mal so süß, alle so hübsch. Und voll die bösen Monster. Guck mal, hey, das haben wir das heute. Nee, ich wollte schon sagen, aber das Eiche, ich dachte schon, wir haben Eiche, aber das wollte ich heute eigentlich als Hintergrundbild nehmen für unseren, wenn wir starten. Habe ich aber dann doch nicht genommen. Ich habe dann doch die etwas anders genommen. Die wollte ich eigentlich als Hintergrundbild heute nehmen. Da bin ich schon ganz aufgeregt. Jetzt geht es doch gar nicht los, ich bin schon so total aufgeregt. Genau, wer mitspielen will, schreibt mich an. Oh Mann, naja, mich wahrscheinlich. Oh ja. Schreibt mich an und ich gucke dann, wer nett, wer ein Profil hat oder wo man wieder nur so, keine Ahnung. Was hat dich dazu bewegt zu streamen, Cosima? Hey, Mariam, hab ich, da war was mit Mariam. Irgendwas war mit Mariam gewesen. Ich weiß bloß nicht mehr, was. Gestern war irgendwas mit Mariam. Ich weiß nicht mehr, was. Gestern ist auch so viel passiert. Leute, das ist alles zu viel. Was? Das habe ich beim Kumpel gesehen. Der hat immer gespielt. Das muss ich euch mal Ruhe erzählen. Das kriege ich jetzt nicht auf die Reihe, Leute. Guck mal da. Nicht so schnell. Aber wie kann ich die Maus langsam machen? Nee, wenn ich. Guck mal. Dieses Kuschelohrchen-Tierchen da. Das ist hier Dings. Der pinke Hase. Der pinke Hase. Der pinke Hase. Von Lalilux. Wie soll ich dich nennen? Hast du auch noch einen Namen, anderen Namen oder so? Lalilux. Lalilux. Ich nenne dich Lalilux. Hoffentlich merke ich mir irgendwie. Guck mal, Lalilux, wie süß ist hier. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Jawohl! Guck mal, Lalilux sieht ganz süß aus. Bestimmt ist sie ganz übel böse oder so beim Kämpfen. Total böse. Siehst du, ich schon, sie sagt, sie ist total böse. Sie ist also auch eine von diesen blutrünstigen Frauen sozusagen, die. Cosi, du musst sagen, klein, aber fein, weißt du, wie ich meine? Nein, das ist ein alter Spruch. Nee, du musst sagen, sie ist auch eine von diesen blutrünstigen Frauen, diese herztodbringenden. Ja. So, ich bin voll. Wo gehe ich denn hin? Wo muss ich auf welche? Top Lane. Auf die Top Lane? Ja. Ich gehe auf die Top Lane. Mit dem Fisch. Mit dem Fisch? Mit den Fische? Ich gehe mit den Fische in die Top Lane? Der Mamma mia, stupido, eh? Die Vasallen. Stupido, eh? Ich gehe mit den Fische auf die Top Lane. Mamma mia, da kann ich mir aber wieder warm anziehen, sage ich euch, eh? Da wird wieder Probleme gehen. Aber müssen wir mal sehen, dass ich vielleicht mit den Fischen ein bisschen Pizza essen gehe, eh? Mamma mia, ich sage euch, Fische, ich kämpfe mit den Fischen oben auf der Top Lane, eh? Mamma mia, stupido. So, jetzt aber, Attacke. Sogar, steh mir bei. Ich bin übrigens eine Beschwörerin, das war ich. Ist der erste von vielen Gegnern. Hab ich, Garin. Wir müssen unsere Angst übertünchen mit Mut und Kraft. Mit Mut und Kraft. So mögen wir glorreich obsiegen. Wenigstens was treffen, wäre auch schon mal gut. Oh, ich kann hier ein Häkchen setzen. Ein Häkchen für die Ehre. Ich bringe Gerechtigkeit. Auf jeden Fall. Komm her, du! Ah, die Fische ist die praktisch nicht eigentlich zu uns. Oh, da ist dieser mit dem. Da ist dieser mit dir. Autsch! Geh weg, lass mich in Ruhe! Ich kann schneller laufen als du. Ein reines Herz hat mich. Oh. Warte mal, ich heile uns alle. Lass den Fischi in Ruhe. Ich sehe mich nicht. Ich bin ja schon wieder fast Overkill. Im Namen des Königs. Ja, für die Horde. So, ich mach mal B. B für nach Hause teleportieren. Nach Hause teleportieren. Rassismus, sagt da einer. Rassismus! Rassmus! Ja, Rassismus bannen wir auch alles weg. Ganzen Pfeifen alle. So brauchen wir alles nicht. Wir wollen Gaming machen. Wir wollen gamen. Mensch, kaufen! Und kaufen wollen wir. Gamen und kaufen erstmal. Gamen und kaufen? Was willst du denn kaufen? Nee, kann nichts kaufen, habe ich auch gerade gemerkt. Unsere Taten formen unsere Zukunft. Und das ist ein geiler Spruch. Unsere Taten formen unsere Zukunft. Ja, für die Jüngeren unter euch. Eure Taten formen eure Zukunft. Also werdet bitte nicht gebannt. So. Fürchtet euch nicht. Erstes Blut. Was heißt erstes Blut eigentlich? Ein Gegner wurde getötet. Die erste Tötung. Die erste Tötung. Die erste Tötung hat stattgefunden. Erstes Blut. Auf wo denn? Auf der Middle Lane, auf der Top Lane oder auf der Bottom Lane? Top Lane. Bei dir. Bei mir hat es die erste Tötung gegeben. Scheiße. Nein, gut. Gut. Solange es keiner von uns war. War das keiner von uns? Doch. Dann nicht gut. Dann war es nicht gut. Nimm dies und nimm das.
Komm her! Du denkst wohl, ich sehe dich nicht. Hier, nimm's hin. Wir sind die Fasch! Da hast du nicht mit gerechnet, hä? 2 gegen 2. Komm her! Oh, jetzt hast du dir deinen Kumpel geholt, hä? Alleine hättest du Schiss gehabt. Warum renne ich eigentlich? So, ich muss mal, erstmal Schild. Jetzt! Ich führe den Ansturm. Ja! Genau, wir führen den Ansturm. Da, die Kanone! Mach die Kanone platt. Ich mag die nicht. Geh weg, Kanone. Du hast hier nichts bei mir zu suchen. Konzentrier dich. Vorwärts, meine Kameraden! Zurück! Das schießt mir in den Popo wieder. Du da, lass meine kleinen Freunde in Ruhe. Und du da auch. Oh, jetzt kommt eine Übermacht. Jetzt sind wir eine Übermacht hier. Auf der Top-Lane eine Übermacht. Angriff, meine Kameraden. Erstmal schön. Widerliche Kreatur. Ah, Mann, widerlich. Komm, wir gehen raus. Alle raus. Für Demacia. Auf jeden Fall. Warte mal, das geht noch. Ja, ich weiß nicht. Nochmal rein. Schaffen wir. Ah, jetzt kommt der wieder. Jetzt. Schild. Ah, ich glaube. Autsch. Warte mal. Achso, ich kann das noch gar nicht. Ach doch, ich kann D machen. Warte. Und jetzt heißt es gleich gehen. Jetzt, ouch. Jetzt muss ich. Okay, jetzt geh. Lauf. Schild noch genommen. Drücken Sie bitte B, um nach Hause zu kommen. Nein, nicht nur. Wir kämpfen für die Schwachen. Auf jeden Fall. Nicht da. So, ich habe. So, der merkt sich das. Dann neue Schuhe bitte. Des Schneiders neue Schuhe. Und so gehen wir glorreich nicht mehr barfuß in den Krieg. Gott sei Dank. Vergesst nie, warum wir kämpfen. Für bessere Schuhe. Auf jeden Fall für bessere Schuhe. Und jetzt alle. Ein Gegner wurde getötet. Ja! Ein Gegner wurde getötet. Moment, ich muss mal. Die Welt braucht Hoffnung. Und Hypnoswald. Moment, ich muss mal kurz. So. Ja, das war gut. Kurz. Das muss ja auch mal sein, ja? Auch ein Krieger muss mal. So. Die Schurken werden bezahlen und das nicht so knapp. Und zwar mit euren Leben. Du da! Genau du da, okay. Autsch, lauf wieder! Lauf, Lauer! Meine erste Tötung. Ein Freund starb. Wie heißt es? Das letzte Blut. Nee, wie sagt man? Es wurde Blut vergossen. Und zwar Garens Blut. Es wurde Blut vergossen. Und so liegt er da mit der Nase im Dreck. Mit dem Kopf im Dreck. Warte mal, jetzt hier. Jetzt kann ich erstmal schwingen. Jetzt kann ich schwingen, ne? Jetzt komm, mach ich einen auf John Travolta erstmal. Jetzt geht's los. Jetzt habe ich's drauf. Jetzt machst du einen John Travolta? Jetzt mache ich einen noch John Travolta. In Grease? Ich habe jetzt die John Travolta-Fähigkeit. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt werde ich richtig gefährlich. Ihr wisst ja, John Travolta ist unbesiegbar. Wenn der loslegt, dann hast du richtig Night Fever hier. Fürchtet euch nicht. Jetzt kommt Night Fever. Fürchtet euch nicht, denn Hypnoswald ist bei euch. Los, Kameraden, lauft! Ich hab ein Date zum Tanz. Und zwar mit dem Gegner. Im Namen des Königs. Joho, guck mal, wie sie laufen so. Joho, joho, na 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 na. Joho, 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 wir hauen alles zu. So, jetzt aber. Ich komme. Schild. So, euch beide jetzt. Oh ja!
und glorreich im Tanz getötet. Nein, die Ballerina wurde gekillt. Mitten im Tanz. Da habe ich Night Fever. Und dann habe ich aber den Schuh gemacht. Und dann bin ich ausgerutscht. John Travolta ist ausgerutscht. Naja, gut. Ich bin bereit. Ich aber nicht. Brauche ich bessere Schuhe vielleicht? Hier, die da. Ich kaufe mir jetzt diese Schuhe. Was machen die? Lauftempo. Ja, los, lass uns mal die Schuhe. Die Schuhe. Verbündeter wurde getötet. Jetzt werde ich zum gestiefelten Kater. Jetzt geht's ab. Wurde getötet. Die 1000-Meilen-Stiefel. Zack, und jetzt guck mal hier. Im Gesicht halt also John Travolta jetzt gestiefelter Kater. Ja, eine multiple Persönlichkeit. Ja. Man könnte auch sagen, der gestiefelte John Travolta. Tja. Die Mafia marschiert geschlossen. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Oh nein, unseren Turm. Er hat unseren Turm zerstört. Oh nein. Ich will nicht. Dafür gibt's Rache. Blutschwur und Rache. Oh. Ja, gleich gestorben. Ich bin gerade erst gekommen und schon gestorben. Ich kram, sah und stirbte, kann man sagen. Mann. Wir müssen berechnen. Ich kram, sah und stirbte. Ich wollte heute mal Rekord unterschlagen. Ich bringe jetzt der Tower um. Hingerichtet. Mich hat der Tower jetzt umgebracht. Der blöde Tower. Oh, Junik! Hallöchen, Junik! Ich wollte eigentlich heute mal meine Stürberate unterbieten. Statt werde ich noch überbieten wahrscheinlich. Ich brauche Gold. Viel. Zum Schutz der Nation. Mann braucht Gold. Eigentlich doch immer Frau. Frau braucht immer viel Gold. Nein, Männer auch. Männer brauchen Gold, um Frauen zu bezahlen. Ja, Mann, genau. Woo, yeah. Vorwärts. Männer brauchen viel Gold, um Frauen zu bezahlen. So. Funktioniert das System doch gar nicht mehr. Ja, Mann. Genau. So. Los, Attacke! Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Was ist denn jetzt mit mir los? Ich kämpfe, solange ich stehe. Ja! Ich kämpfe, wir kämpfen Garin, solange wir stehen. Das Problem ist, wir stehen nicht so lange. Ein Gegner wird zum Berserker. Okay. Ja, aber nicht ich leider. Exorbitant! Was redest du? Rede was Schönes! Erzähl was von Pfannkuchen, bitte! So. Red über Pfannkuchen. Und du wirst sehen, dein Leben wird viel schmackhafter. Pfannkuchen? Ja, Pfannkuchen. Einfach Hüllen. Wenn du nicht weiter weißt, sag immer Pfannkuchen. Das rettet dich aus allem. Immer wenn du... Nein. Doch. Ponys. Ponys? Hey, Ponys sind geiler, okay, Ponys sind geiler. Oh, guck mal da! Da, guck mal hier, da ist Hoppel hier. Da werf ich ein paar Eier hin. Da, guck mal, da ist, du wirfst Eier hin? Ja, das ist deine Ulti. Das ist ja geil, als Ulti. Guck mal da! Was machen diese Eier? Die explodieren dann mit Gift. Das ist ja geil, was für ein hinterhältiges Tierchen da haben. Hoppel, ein Hintergrund. Guck mal, ich hab einen Sack voll Eier. Guck mal hier. Voll geiles Ding. Guck mal, da liegt ein Ei. Sie hat ein Ei gelegt. Von lauter Freude komme ich wieder zum Spielen. Los, ich mache euch alle klein. Ich gehe mal wieder runter auf die Botlane. Warte mal, was skill ich denn hier? Skill jetzt erstmal auf. Ich bin noch ein paar Eier auf dem Weg. Voll geil mit Eier legen. Oh nein, jetzt war. Oh, Witz! Alle für die. Autsch. Warte, ich muss mich erstmal an. Geht da gleich. Lauf! Warte mal, ich komme an und kann gleich wieder gehen. Mein Tank ist nicht so wirklich Tank. Ey, ich habe gestern besser gespielt. Warum spiele ich heute so schlecht? Nee, du brauchst nicht zu fürchten, ja, Garin. Wir haben. Ja. Mann, Garin, helf mir doch mal jetzt. Du spielst komisch heute. Team hat einen Turm zerstört. Ja, alle. Ich verfolge ein Krokodil. Scheiße. Krokodil. Ich bringe Gerechtigkeit. Ja, und bringen wir auf jeden Fall. Wenn wir mal da sind, bringen wir. Ey, ich bin heute nur, ich stehe nur. Wie heißt nochmal da hinten, wo man sich immer heile macht? Wie heißt dieser Ort nochmal? Base. Ja, okay, sag mal Base. Ja. Base. Okay, dann Base. Ich Vertraut bin nur. Auf euch selbst. Ja, und auf. Ne, ihr wisst schon. Ja, toll, ich bin nur auf der Base. Ich bin schon. Morgana killt die Botlane alleine. Jo. Ich bin nur auf der Base. Praktisch, ich spiele auf der Base Baseball, kann man sagen. Sei mutig, sei gerecht. Ich spiele auf der Base mit den Balls, kann man sagen. Jetzt! Hits! Ich hätte mal erst die kleine. Oh ja. Warte mal. D?
F. Jetzt. Da, die hole ich mir. So, wenn ich schon nicht die Großen verhauen kann, verhau ich die Kleinen mal so richtig. Ah, zeig's denen richtig. Ja, Mann, die machen jetzt richtig platt, die. Da, hier, du. Lass mich mal in Ruhe, ich hab dir gar nichts getan. Ah, stürmen wir zusammen. Ich hab schon wieder meine Heilung aufgehört. Ich kann schon wieder zu Base heute. Berserker. Ja, wo? Aber leider nicht ich. Oh Gott, hast du uns alles im Griff? Was macht ihr da? Nein, mich hat der blöde Fisch gefangen. Der blöde Fische. Du hast den blöde Fische gefangen? So. Ja, wir haben auch so einen blöden Fisch im Gegnerteam. Das haben wir ja schon. Das hab ich ja schon. Achso, vielleicht. Ein Gegner wurde getötet. Das kann ich da vielleicht einen aufskillen, oder? Ja, ich kann da so einen aufskillen. Das mache ich mal. Die Schuhe. Und jetzt habe ich sie zweimal, oder was? Habe ich die hier zweimal? Rüstung? Nee, Rüstung, oder? Also ich habe jetzt... Schuhe hast du jetzt zweimal gekauft. Nee, ich habe doch... Jetzt habe ich aber aufgewertet, oder nicht? Schuhe kann man nie genug haben. Ja, genau! Du hast zwei aufgewertete Schuhe. Das macht nichts, man kann auch drei haben. Als ich das erste Mal Leute spielte, hatte ich nur Schuhe. Nur Schuhe. Schuhe sind schön. Das heißt, ich kann einen wieder verkaufen, oder? Du kriegst nur auf Rückgabe. Was krieg ich? Rückgabe. Rückgabe. Beim Shop und. Ja, hab schon. Hab schon. Kannst du was anderes kaufen? Nee, da gibt's nichts anderes. Achso. Außer Schuhe. Schade, dass es keine Kleider gibt und sowas. Ja, Mensch. Frau sieht im Moment nur Schuhe hier. Vertraut so. Auf euch selbst. Denkt dran, wer sich ungerechtfertigt gebannt fühlt, schreibt mich an. Schreibt nicht die Moderatoren an. Vielleicht kann es im Eifer des Gefechts mal passieren. Benimmt euch, denkt dran. Nur Cosi darf sich daneben benehmen, weil ich noch in der zweiten Pubertät bin. Ich darf das. So, ihr leider nicht. Ihr seid alle älter schon. Autsch. Betäubt. Ja, du auch betäubt. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir gehen. Ich will nicht. Geh weg. Komm. Mist, ich muss so schnell. Jetzt gebe ich Gas. Flash. Der folgt mir aber auch. Guck mal, wie der mich liebt. Oh, der dampft und qualmt ja schon. Der ist ja völlig auf Aggro, der Typ. Der ist ja völlig auf Aggro. Angst ist der erste von vier. Ja, sag ich auch immer. Los jetzt. Oh, guck mal, wie schnell ich jetzt laufe, hä? Kollege, jetzt hole ich mir dir. Jetzt kaufe ich mir dir, du Vogel. Dich mach jetzt platt. Jetzt holen wir uns die. Los jetzt. So. Oh, Kusi, du hast deine erste Tötung. Was meine? Nein. Echt? Ballerina hat zugeschlagen. Rede ich im Kreis. Ich hab was getötet? Ja. Ich hab was getötet! Hab ich einen Champion getötet? Ja. Ich hab einen Champion getötet! Ihr kleinen, nixnutzigen Würmer, ich werde euch in den Boden stampfen und zertreten. Da noch so ein kleiner. Nimm dies! Ja! Und jetzt! Nimm meine, was auch immer. Jetzt. Ah, ich hätte zu früh. Zu früh! Ach, der Tower steht ja noch. Wasch! Lass die ganze Wut an den Kleinen mal ab. Dann kommt ein großer und dann lose ich ab. Warte mal, schnell genug sind wir jetzt. Dann machen wir jetzt auf dieses Drehding. So. Wir sind jetzt schnell wie der Wind. Wo bin ich denn? Ich sehe mich schon wieder. Manchmal sehe ich mich gar nicht. Ich bin schon so groß. Ich bin so groß und sehe mich gar nicht. Guck mal, das ist das Hoppelhäschen wieder. Aber hast du auch so ein langes Schwert, mein lieber Mann, ey. Ja, Mann, ich habe so ein langes Schwert und trifft trotzdem nichts. Und ich die Eier dazu. Jetzt! Ein Gegner wurde getötet. Was ist halt los? Ja! Boah, wir sind voll der Trupp hier. Die Armee der Finsternis. Werfen wir die Eier. Los! An den Turm ran! Ja, ihr Löwe brüllt auch los. Gib alles! Nicht zu viel, aber alles. Was wir tun, ist gerecht. Schild für alle! Ja! Und Hit Down! Machen wir den Krankenhaus. Ja, jetzt! Was war hier los? Oh, jetzt wird's ernst. Jetzt kommt Gegner, jetzt wird's ernst. Ja!
Oh, raus, weg! Weg. Die Ballerina wieder durch. Ja, Ballerina im Agro-Modus. So. Ich finde das so cool, wie der sich dreht. Ach doch, ich muss mal frische Luft schnappen hier. So, jetzt. Ein bisschen, ich habe mal kurz aufgetankt. Ich muss einen kleinen Zaubertrank schlucken. Ja, aber jetzt bin ich wieder fit. Ich spüre die Kraft. Red Bull. Red Bull. Und jetzt aber ganz schnell raus, ganz schnell raus, ganz schnell. Ah! Ein Held stirbt. Ein Held stirbt. Oh nein. Der Held der Nation ist gefallen. Warte, ich mach noch mal diese super duper Waffe. Die kann ich nur auf die einmal noch mal super duper und dann noch mal eine dreh dich Ballerina. Dominierend. Wo? Achso, ich bin immer noch tot. Ich wollte gerade mitmachen, ich bin noch gar nicht da. Kann ich was Shopping machen gehen? Oh, ich habe Geld, Leute, ich habe Geld. Ich will den Lichtbringer mir kaufen. Noch mehr Schuhe. Nee, warte. Gottgleich. Was? Steaks? Sterex? Piegel wieder. Kaufen. Was soll ich? Soll ich Panzer des toten Mannes nehmen oder soll ich erstmal davor nehmen? Dieses Sterex Piegel. Riegel. Wer weiß es? Soll ich Panzer erstmal nehmen? Was? Nein, wieder. Gar nichts, am besten Geistessicht. Geistessicht. Gib mal in der Suche Geistessicht. Ich sehe Geistessicht, ja. Was macht das? Warte mal. Erhöht die Eigenhändeserhaltung. Ja, Mann, los, Geistessicht. Ich kann sogar noch einen dort drüber machen. Randiums Ohren kann ich da machen. Verringert die Lauftempo. Einhalten, 4 Sekunden. Ne? Euer Team hat einen Turm zerstört. Ich glaube, ich meine, kann ich das? So Geistessicht. Oh, jetzt habe ich aber ganz schön Geld ausgegeben. Frau hat ganz schön Geld ausgegeben. Fürchtet euch nicht. Das Problem der Shop. Ja, Frau hat gerade ganz schön Geld im Shop ausgegeben, Leute. Oh, weia. Als erstes will ich immer Schuhe kaufen. Das muss ist wahrscheinlich Veranlagung. Im Namen des Königs. Im Namen des Königs. Das Item, die Schuhe. Ja, Mann, genau. Gott sei Dank gibt es hier Schuhe zu kaufen überhaupt. Ich bin bereit. Ich auch. Seid ihr auch? Guck mal, jetzt habe ich schon wieder dieses Köpfchen. Könnt ihr über mein Bild, jetzt ist es weg. Ja, den musst du als nächstes töten. Den muss ich töten? Warum muss ich den töten? Ja. Warum? Vergesst nie, warum wir kämpfen. Warum gerade ich? Gute Frage, nächste Frage. Ich habe keine Ahnung davon. Da, warte, da! Da ist dieser... Weil er dich getötet hat oder sowas. Ah, ich habe T gedrückt. Ich wollte... Ja. Na, warte, ich... Nein, lass mich... Ah, ich wollte... Ich wollte meine... Genau, räche mich. Ich wollte meine Superwaffe. Ich habe statt R habe ich T gedrückt. Oh nein. Ja, doch. Passiert mir auch oft. Scheiß Wurstfinger. Ich wollte doch T. Ich habe R drückt und drücke T. Und T heißt OWOW. T OWOW. Oh nein. OWOW. Euer Team hat einen Inhibitor zerstört. Der erste Libitor ist tot. Jetzt haben sie weniger Potenz, die Gegner. Ja, wir werden sie alle kastrieren, ach, die ganzen Gegner. So. Aber sowas von. Und guck mal, ich kann jetzt noch ein magisches Auge kaufen. Wie machen die zu Eunuchen? Ja, die Eunuchenmacher. So, ich kaufe mal. Was ist denn dieses Auge? Lebensregeneration. Ah, ja, sowas glaube ich, brauche ich ganz viel. Da brauche ich ganz viele Augen von. Macht das automatisch oder geht es von, muss ich das extra aktivieren? Passiert dieses Lebens... Das Auge musst du selbst aktivieren. Wie denn? Mit D? Das kannst du so auf den Map stellen, dann machst du die auf Map. Auf 4? Was sag ich mal? 4? Auf 4, ja. 4 ist es dann, ja? Ja, wenn du auf 4 drückst, hast du so einen kleinen Rad. Ach so, warte mal, ja, ich sehe da, ist da oben Sicht. Ich glaube, ja, da oben, ich muss dann 6 bei mir drücken, glaube ich. Ein Gegner wurde getötet. Ja, da muss ich 6 bei mir drücken. Ah, ich schnallen vielleicht ein bisschen jetzt gerade. Aber nur ein bisschen schnallen. Ja, zum Beispiel, wenn du 4 drückst, ist nämlich rechts neben dein Item, ne? Da siehst du doch so ein gelbes Symbol. Ja? Das ist das Auge. Das! Drück mal 4 und blende mal genau vor dich. Warte mal, ich drück mal 4? Ich setz dich genau vor dich hin. Ich setz... Und dann? Wofür ist es nochmal? Also 4 drücken und dann linke Maustaste auf den Boden. Und warum? Wofür ist es nochmal? Wofür war das nochmal? Das macht jetzt zum Beispiel... Hier... Licht. Was macht das? Das macht Licht. Warte mal, guck mal bei mir unten. Warte. Das macht Licht. Da unten. Guck da. Das macht Licht. Das ist die 4. Euer Team hat einen Turm zerstört. Das macht Licht. Brauche ich Licht? Ein Gegner wurde getötet.
Hamad, hier die Morgana nimmt alle Kills hier. Legendär. Die Morgana, die. Jetzt habe ich hier ein Licht. Terminiert. Unsere Taten formen unsere Zukunft. Ich hab hier ein Licht und fand den Schalter nicht. Okay, los, Angta! Warte mal, du bist der, wo ist der Boss hier? Du da! Du da mit der Mütze! Was denn jetzt? Was hat denn der gerade gemacht? Jetzt immer, ich muss mal. Verfluchter Schufte! Ja, Mann, ihr verstufen Schufte hier. Ich bin gerade verwirrt. Wartet mal kurz, ich bin verwirrt. So, jetzt. Wo ist denn jetzt gerade, wo waren diese? Ich will. Wo ist, ihr kleinen Nichtsnutzigen! Gottgleich. Ja, fühle ich mich auch manchmal. Hufa ist schon wieder gottgleich, legendär, was du schon wieder alles bist. Nicht das. Reifetötung? Dreifachtötung. Junge. Ja, dann wieder. Wir kämpfen für die Schwachen. Auf jeden Fall. Ich heb ja meine Superwaffe noch auf. Jetzt kommt gleich, pass auf. Gleich komme ich mit meiner super-duper Klingenputz. Jetzt! Euer Team hat einen Turm zerstört. Und du dann noch. Jetzt auf den Turm. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ihr seid alle schon da am Nexus, oder? Dann komme ich zum Nexus. Alle sind am Nexus. Warte, ich mach mir. Ich will auch einen Boss tot machen. Den hole ich mir jetzt. Ah, schon zu spät. Gewonnen! Für die Horde! Für Demacia! Ich muss ja für Demacia sagen. Demacia, für Demacia! Ich weiß nicht, für welchen Clan ihr so kämpft, aber ich kämpfe für Demacia. Und für den Osterhasen. Was, bitte booste mich zu Challenger. Was meinen die da? Die boosten irgendwas. So Leute, haben wir es geschafft. Wir haben gewonnen. Glorreich obsiegt. Wahnsinnsfight. Ich weiß zwar nicht, was alles passiert ist, aber das werde ich dann auf Video sehen. Junge. Habt ihr gemerkt? Und Entschuldigung für die Leute im Chat. Ja, man, ihr wisst ja, ich bin, muss erstmal noch gucken. Na, anflüstern! Wispern! Anwispern! Kann man nicht für ein professionelles Team einkaufen? Ich vor allen Dingen! Bin ich jetzt gemeint? Wahrscheinlich nicht, oder? Der meint wahrscheinlich jemand anders. Der kann mich jetzt wohl nicht meinen. Kann man mich für ein Team einkaufen? Also mich kann der nicht meinen. Ich bin ja noch Loser hier. Ich bin ja noch Loser-Duser. Loser-Medusa. Medusa-Loser sozusagen. Eine Loser-Medusa. Ja, Leute, für die Leute, die mitgespielt haben, vielen Dank erstmal fürs Mitspielen, ja? Gerne. Ja, und wer mitspielen mal will, so Teamspeak und so, wisst halt mich an. Oh Mann. Halleluja, sag ich nur. Ich mach mal weiter, aber die Musik ist schön, seid mal ehrlich. Die Musik, das hält gar nicht auf, wenn die läuft, oder? Nach einer Weile denkt man so, Mensch, die Musik läuft, der ist ja schön. Also es stört gar nicht so die Musik. Warte mal, ich will mal gucken, jetzt wollen wir mal kurz mal hier Tabelle machen. Jetzt, guck mal da. Ein Champion getötet, ich hab einen. Ja, meinen ersten Champion. Ich hab's geschafft, Leute. Und diesmal nur 5 Tode. Davor bin ich, glaube ich, 7 Tode gestorben oder so. Ich habe nur diesmal nur 5 Tode. Oh, guck mal, Dings ist 12-mal gestirbt. Lali Lux ist 12-mal gestirbt. Das arme Häschen. Das arme Häschen ist 12-mal gestirbt. Nein, Häschen hat 12-mal gekillt. Ach nee, ja. Ach, was rede ich da schon wieder? Nein, sie hat 12 Champions getötet. Was rede ich da schon wieder, Mensch? Mensch! Arme Hase. Mensch, nein, sie ist nur 2-mal gestorben. Oh, guck mal hier. Puffer 0 mal. Guck mal. Und guck mal hier die Beine. Ja, 0 und 1 mal wieder. Mensch. Na, ich auch fast. Ich bin auch fast nicht gestorben, außer 5 mal. Aber das war ich nicht. Da habe ich keine Schuld. Da waren Bananenschalen, wisst ihr ja. Da waren Bananenschalen gewesen. Ich sage, die sind über das ganze Feld verteilt. Ich frage mich, wer da so viele Bananen immer ist. Na gut. Dann hören wir es mal auf. Also, dann gehen wir es mal wieder raus aus dem Teamspeak alle, ja? Vielen Dank erstmal fürs Mitmachen. Und hat Bock gebracht mit euch. Ja? Ich will dann erstmal die Aufnahme für YouTube beenden, okay? Sag mal alle Tschüss. Lalilux und Venus, sag mal alle Tschüss. Tschüss. Tschüss, alle raus und tschüss. User disconnected from your channel. Disconnected. Hey, das war cool, oder? Das war cool. Lalilux hat mitgemacht. Mensch. So, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir hier zum Ende kommen. Ich muss jetzt professionell irgendwie, warte mal, zustimmen. Ich kann einfach rausklicken, oder? Erstmal. Und dann sitze ich irgendwie ganz verwirrt wieder da. Dann sitze ich wieder ganz.
Guck mal hier. Achso, welchen Level habe ich denn jetzt? Warte mal, wo ist denn den Level? Ich gehe jetzt mal, ich muss erstmal zur Startseite, genau, zur Startseite. Nee, doch. Übersicht. Warte mal, hier oben. Ich habe 4 EP. Guck mal, 4 EP habe ich aber nicht bekommen. Ich bin jetzt Stufe 5. Leute, ich bin richtig gefährlich jetzt. Ja, ich bin Stufe 5. Ich sag euch. Aber leider noch kein Gegner. Ich bin nur Stufe 5, aber kein Gegner. Na gut. Aber ey, ich habe wenigstens mir Mühe gegeben. Das kann ich sagen. So, warte, wie viel haben wir denn jetzt? 1877 Schwerter. Und wo, warte mal, hier. Level, genau, Level 5. Wenn ich da reinklicke, dann, naja. Mit den Bildern. Könnt ihr das sehen? Ja, die Bilder könnt ihr sehen. Letztes Mal hat man die Bilder gar nicht bei der Aufnahme gesehen. Ich lasse mal das Zeichen noch. Das Zeichen beruhigt mich irgendwie. Bei so viel Terror, was hier manchmal ist, ich brauche dieses Zeichen zur Beruhigung. Ja. Ansonsten würde ich, normalerweise würde ich den hier nehmen. Ich würde den Eber hier nehmen. Dann fühle ich mich wie bei Prinzessin Mononoke. Ja, mit dem Eber. Aber wenn ich den jetzt auch noch habe, dann bin ich zu viel Akku drin. Gut, gehen wir es mal raus. Ich bin verwirrt. So, erstmal Umschalt-Tinglingling. So, erstmal für die YouTube-Leute. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt gesehen, was war hier eigentlich schon wieder los? Fragt mich nicht. Ich muss mir erstmal nachher, wenn ich dann da sitze, wenn ich aufgehört habe mit Livestream, dann sitze ich wieder da und denke, was war jetzt eigentlich los gewesen? Ja, total verwirrt. Total verwirrt war ich dann wieder. Was? Ich mach's just for fun. Was? Just for fun. Eins mit. Achso, Mensch. Ja, nee, Leute, jetzt muss da wieder zu den, wer, jetzt machen wir ein bisschen noch ETS für die Leute, die ETS mögen und so, ja. Das heißt, für die LoL-Spieler ist es jetzt uninteressant. Das heißt, da müsst ihr jetzt, leider müssen wir uns, trennen sich dann erstmal wieder unsere Wege bis zum nächsten LoL. Weil wir wollen jetzt erstmal noch ein klein wenig ETS zum Entspannen, ja. Naja, zumindest versuche ich das bei ETS. Das heißt, für die LoL-Spieler ist das jetzt wahrscheinlich eher Gift. Ja, ich glaube, wenn die LoL-Spieler alle ETS sehen, also Eurotruck-Simulator, dann flippen die alle aus oder so. Deswegen, also, ja. Erstmal die Aufnahme stoppen. So, ich stopp einfach mal. Für die Aufnahme erstmal.